So, jetzt wird der Stream gestartet. Leute, was geht ab? Freunde, herzlich willkommen zu GTA San Andreas. Heute ist es soweit, Freunde. Wir werden heute GTA San Andreas, The Definitive Edition spielen, Leute, in der neuen Grafik. Ich bin super gehypt, Freunde. Ich hoffe, ihr auch. An der Stelle vergesst nicht gerne, Leute, wenn ihr mehr davon sehen wollt, Videos dazu, Livestreams und so weiter, zeigt es mir mit dem Daumen nach oben da, Leute. Und wenn ihr noch nicht diesen Kanal abonniert habt, dann, Leute, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen. Es kommen viele Videos, viele Livestreams. Also seid auf jeden Fall gehypt und lasst gerne auf diesem Kanal kostenlos ein Abo da. Ich grüße auf jeden Fall jeden Einzelnen, der am Start ist, Leute. Ich grüße Patricia Langer, Elias See, David Skrudianek, Soheb Khan, SU, warte, das ist aber nicht der echte SU, ja, Tug, Fichtel und alle anderen, die am Start sind. Leute, was geht ab? Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Wir starten rein, wir gehen direkt rein in das Spiel und ich bin super gespannt. Oh mein Gott. Oh, jetzt kommt's, Leute. Hört hin. Oh. Oh, oh, oh. Yes. Die haben die ganzen Intros übrigens neu gemacht. Die sind komplett neu. Dominik, dankeschön. Willkommen in der ID-Crew. Was geht? Oh, pass auf. Was geht ab? Was geht ab? Bam, Junge. Bam. Let's go. Nice. Okay, das Intro ist immer noch das alte. Alter, okay. Wir skippen das aber trotzdem, Freunde, weil ich nicht weiß, ob der Song Copyright ist. Übrigens, ich muss kurz was vorher sagen, Freunde. Wir gehen erstmal durch die Einstellung durch, weil der Sound ist ein bisschen zu laut. Das habe ich gemerkt. Ich muss den ein bisschen leiser machen. Musik müsste ich idealerweise auch komplett, ja, komplett leise machen. So. Und zwar, Freunde, ich hatte Probleme ohne Ende. Die Capture Card ging nicht. Dann, nachdem die Capture Card nicht geklappt hat, mein PC wollte einfach kein Signal akzeptieren. Yo, was geht, Alter, bei euch allen, ey? Vielen Dank erst einmal, Dominik, für 2 Euro. Hab noch mehr Geld. Ja, vielen, vielen Dank. Musst du nicht. Aber nice. Marsman89, moin, wie geht es dir? Bist du aufgereckt? Ja, ich bin richtig aufgereckt. Ich bin richtig aufgereckt, mein Freund. Richtig bin ich. So, okay, Freunde. Wir gehen jetzt mal gleich ins Spiel rein. Wir schauen uns erstmal an, was denn eigentlich für Optionen verfügbar sind. Zugänglichkeit, Sprache, Untertitel, Untertitelgröße. Leute, für euch mache ich die Untertitel in diesem Livestream einfach mal größer. Ja, damit ihr das auf dem Handy, wenn ihr das seht, auch ein bisschen besser lesen könnt. Ich glaube, das ist für euch ganz gut, oder? Soll ich es noch größer machen? So groß? Passt das? Ich glaube, das passt. Will spenden, darf aber nicht. Ey, musst du nicht machen, Fake. Dafür, dass du dabei bist, reicht alleine. Das reicht schon. So, okay. Und Leute, mein XLR-Kabel von meinem Mikrofon ist kaputt. Es ist genau kaputt gegangen, 10 Minuten bevor ich live streame. Alles, was hätte schieflaufen können, ist heute schiefgelaufen. Aber wir sind trotzdem fast pünktlich live gegangen. So, Leute, ich glaube, wir sind ready. Wir haben hier noch A, Zielhilfe. Zielhilfe mache ich mal sehr unempfindlich. Ich mache es wirklich, dass ich mehr mit echtem Aiming mache. Und Grafik stellen wir auf Leistung. Ist das Erste, was ihr auf jeden Fall machen solltet, wenn ihr das Spiel spielt. Stellt es auf Leistung, wenn ihr es auf PS5 oder PC oder wo auch immer spielt. Macht es auf jeden Fall auf Leistung. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil dann habt ihr auch die 60 FPS. Und 4K 30 will keiner haben. Also nur in manchen Spielen. Okay, Freunde, wir gehen rein. Seid ihr hyped? Leute! Seid ihr hyped? Eskaliert jetzt in den Chat, komm! Alle mal CJ, CJ in die Kommentare, CJ! GamerMax, willkommen in der ID-Crew. Boah, das sieht gut aus. Es sieht gut aus. Untertitel sind groß genug, ne? Horror Gaming Channel, Dankeschön für 5 Euro. Bin mega gespannt auf die neue Grafik. Ich auch, Bruder. Ich bin auch super gespannt. Wobei, ich weiß ja schon, die Grafik ist richtig nice. Also die Grafik ist schon super, super nice. Ich glaube, wir können den Ton ein bisschen lauter machen, ne? So, SFX-Lautstärke um 1 höher machen. Ja. Wir werden lange streamen, Freunde. Wir werden 2, 3, wie auch immer, Stunden zocken.
Und morgen Vice City und übermorgen dann GTA 3. Ah, ich muss noch was an der Grafik einstellen. Die ist ein bisschen dunkel. Also, die ist wirklich, wirklich dunkel. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. Marsman 89, Dankeschön für Mitglied. Vielen Dank in der ID Crew. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Das Geld ist richtig gut texturiert. Oh mein Gott. Horror Gaming Channel, dann nochmal für 5er. Hier nochmal 5 Euro, weil ich dich feiere. Vielen Dank. Ich bin so gehypt, Leute. Heute ist ein schöner Tag. Ey, CJs Koffer ist da drin. CJ. Der Koffer ist noch in seinem Taxi. Mensch. Oh, sieht das schön aus. Oh, sieht das schön aus. Es sieht so schön aus. Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? Sieht das gut aus. That was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you. We retrieved the murder weapon. That ain't my car. Sind die Untertitel für euch groß genug? Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want? Ich glaube schon. Die sind schon ziemlich groß. Wie teuer ist der Spaß? 60 Euro für alle drei Spiele. Auf PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch und PC. Und bald auch auf Handy. Aber ich glaube nicht, dass es 60 Euro... Oder? Ich glaube, die werden jedes Spiel für 20 oder 15 Euro verkaufen. Oh. Oh, shit. Here we go again. I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. Also bevor wir irgendwas machen, Freunde, das ist mir viel zu dunkel. Ich weiß nicht, was sie mit der Unreal Engine gemacht haben, aber es sieht einfach viel zu dunkel aus. Ich mach zwei Helligkeit heller. Kontrast mache ich 2 Stufen dunkler. Ja, es reicht noch nicht ganz. Ich stell's noch ein bisschen ein. Ich habe das bei Vice City übrigens auch einmal kurz gemacht. Ich habe das kurz angetestet. Und das sah halt wirklich super dunkel aus. So, ist hell genug? Ich glaube, wir können noch ein bisschen machen. Ein bisschen heller geht noch. Oder wir mal einfach Kontrast runterregeln. Ja, okay, jetzt ist besser. Jetzt ist besser. Wow, Leute. Guckt euch mal den Burschen an. Hä? Hä? Ey, Junge, ich spiele das Spiel nicht mal 10 Sekunden. Ich habe schon einen Grafikglitch gefunden. What the... Was? Was ist das? Was ist das, Freunde? Wo kommen die Dinger her? Hä? Die sind ja überall. Die sind überall. Freunde, ich habe gerade einen neuen Glitch entdeckt. Was ist das? What? What's going on now? Hä? Okay, Leute, ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, das sind irgendwelche Halterungen. Aber warum? Ey, ich starte das Spiel und ich habe schon den verrücktesten Glitch. Bin ich der Einzige, der diesen Glitch hat? Ich glaube schon, oder? Das verstehe ich nicht. Das ist super merkwürdig. Absolut merkwürdig. Halte X gedrückt, um die Pedale zu treten. Okay, hoffentlich verschwindet dieser Glitch. Alter, ist das merkwürdig. Das ist super creepy. Aber ich glaube, es ist wirklich nur in diesem Gebäude. Boah, guckt euch mal an, wie schön das Spiel aussieht, Leute. Es sieht so schön aus. Wo kann ich springen mit dem BMX? So. Wow. Bam, 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 Junge. Bam. Komm, machen wir mal einen 360. Kriegen wir das hin? Wir kriegen das vielleicht hin. Zack. Oh, wow. Alter, ist das schön. Sieht das geil aus, Leute. Und oh mein Gott, guckt euch mal diesen Grafikeffekt an. Es sieht aus, als wäre da irgendwie ein Raum drinnen, ne? Sieht wirklich so aus. Aber nein, das ist einfach nur so ein Spiegeleffekt. Das ist einfach so eine Textur. Richtig geil. Es sieht einfach wirklich real aus.
Es sieht einfach real aus. Und ich weiß immer noch nicht, was das hier ist. Es werden immer mehr. Es werden immer mehr von diesen Dingern. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist. Aber gut. Wir fahren einfach mal weiter, Leute. Oh. Und übrigens, sag mir mal jetzt, ist der Ton laut genug so? Sorry, was ist daran neu? Weiß ich jetzt nicht, Digga. Vielleicht ist es die Grafik. Guck mal auf die Minimap. Man kann die kleiner, größer machen. Vielleicht ist es, dass das Spiel auf einer ganz neuen Engine basiert. Hier, man hat das Waffenrad. Genau das gleiche gilt auch für die Radiosender. Und Highlight ist, man kann die Kamera in jedem der Teile frei bewegen. Egal ob im Auto oder zu Fuß unterwegs. Und es gibt hier ein Navi-System. Man kann jetzt Wegpunkte markieren. Hier. Oh, ich kann hier mit der Kamera das machen. So, man kann jetzt zum Beispiel Wegpunkte einfach ganz easy hier markieren. Und das Navi führt einen dann dahin. Wenn ich jetzt nicht standardmäßig einen ausgerüstet hätte. Aber, ja, oder hierhin? Nee, der will mich da jetzt nicht hinfahren. Okay. Ich glaube, ein bisschen heller kann ich es noch machen. Wenn es gleich dann nervig ist, dann, ja, dann... Oh, jetzt ist es hell. Jetzt ist es hell. Wow. Wow, wow, wow. Gibt's auch Cheats? Ja, ja, alle Cheats funktionieren. Alle Cheats funktionieren, die vorher auch geklappt haben. Okay. Wir gehen jetzt mal... Wir gehen jetzt mal, Leute, zu einem altbekannten Ort. Und zwar zur Grove Street Home. At least before I fucked everything up. Ja, genau, das hat er, glaube ich, gesagt. Ich komme immer noch nicht auf die Bremse klar. Das ist ein bisschen anders hier mit dem Fahrrad. Aber das sieht ja übelst geil aus. Die Texturen auch, Freunde. Hammermäßig. Hammermäßig. Das Gras. Guckt euch mal das Gras an, Freunde. Wow. Okay, das ist jetzt völlig unironisch. Ich meine das wirklich ernst, Leute. Guckt euch mal die Natur an. Wow, das reagiert einen auf einen. Es reagiert auf einen, wenn man da geht. Sogar der Busch? Ja, sogar der Busch! Leute, das ist Next Gen. Das ist absolut Next Gen. Hammermäßig. Hammermäßig, sage ich euch. Absolut der Wahnsinn. Ist das kostenlos oder muss man das Spiel bezahlen? Ja, es kostet 60 Euro. Also für alle drei Teile. Oh, ich möchte... Okay, Leute, bevor wir irgendwie zur Grove Street gehen. Ich möchte in diesen Laden reingehen. Ich möchte da mal reingehen. Bar. Oh. Sieht das geil aus. Das sieht so nice aus. Und ich glaube, der Automat funktioniert. Yo, er funktioniert. Er funktioniert, Freunde. Der Automat. Sollen wir eine Runde spielen? Was meint ihr, Freunde? Ich würde jetzt am liebsten gerne eine Abstimmung machen. Kann man das machen? Umfrage erstellen. Yo, geiles Feature. Sollen wir Automat zocken? So, was meint ihr, Leute? Ihr könnt jetzt gerne in Live-Chat eine Umfrage mitmachen. Wo sehe ich denn die Ergebnisse? So, Leute, macht mal gerne mit. Sollen wir jetzt an dem Automaten kurz zocken oder nicht? Was meint ihr? In der Zwischenzeit, ich hole mir kurz mal ein Glas Wasser, weil ich habe erstens nichts gegessen, Leute. Heute gar nichts gegessen. Und zweitens habe ich nichts getrunken. Also es ist wirklich kritisch. Ganz, ganz kritisch. So, da bin ich wieder. Also Leute, mein Frühstück, ein bisschen Zartbitter-Schokolade und ja, 90% wollen, dass ich an dem Automaten zocke. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das doch, oder? Kann ich die Umfrage jetzt beenden? Ja, so. Okay, Leute. 90% wollen, dass wir an diesem Automaten zocken. Also zocken wir ein bisschen an diesem Automaten. Und mal schauen, ob die die Grafik... Die haben die viel besser gemacht. Die haben die viel besser gemacht. Wo ist die Musik? Es gibt keine Musik. Wo ist die Musik? Okay, dieses Bienenspiel hat keine Musik mehr. Schade. Ich weiß nicht, warum. Es ist, glaube ich, ein Bug. Komm, wir machen das eine Level nur. Und dann werden wir weiterziehen. Aber die haben hier wirklich alles verändert, Leute. Die haben die Texturen hier komplett
geändert. So. Aber Leute, es gibt auch viele weitere Automaten. Also ihr könnt auch diesen Affenautomaten spielen. Also, okay, das ist ein bisschen merkwürdig. Okay, nee, ich geh mal raus. Ich geh mal raus, okay. Ich weiß nicht warum, aber die haben die Musik irgendwie rausgenommen. Man kann auch Billard spielen. Leider kann man kein Bowling machen. Aber man kann nicht einige Sachen machen. Ja. Dafür ist ja San Andreas bekannt. Das Spiel hat alle Möglichkeiten der Welt. Wo ist das Stats-Menü? Ich guck mal. Wo ist das Statistik-Menü? Ich will gerade gucken, wie viel Skills ich habe, aber wo geht denn das? Ich drücke jeden Knopf. Ich finde es nicht. Ich finde es einfach nicht. Ich finde es einfach nicht. So, komm. $1 für ein Getränk ausgeben. Gönnen wir uns. Elif, beste Version San Andreas. Dankeschön für deinen langen Support schon. Vielen, vielen Dank. Und ich habe auch einen gesehen, der hat schon den Diamantenstatus. Das heißt, er ist, glaube ich, schon mindestens ein Jahr dabei. Absolut Ehre. Absolut Ehre, kann ich nur sagen. Kuss geht raus, Leute. Kuss geht raus an auch jeden Einzelnen. Komm, Leute. Wir eskalieren jetzt mal in den Chat. Schreibt jetzt mal gerne alle Leute CJ Hype in den Chat. CJ Hype. Jeder Einzelne, komm. Jeder macht mal mit. Macht mal mit, Leute. Ich möchte, dass der Chat jetzt so tot gespammt wird davon, dass ich nicht mal normale Nachrichten lese. Geh mal zur Polizei. Mache ich alles später. Ich kann auch ganz leicht zur Polizei gehen, indem ich mich gleich verhaften lassen würde. Oh. At least it was before I fucked everything up. Hier ist ein Schlagring. Hier ist ein Schlagring, den nehmen wir mal mit. Boah, das sieht so Baba-mäßig aus. Okay. CJ Hype. CJ Hype. Was ist das, Freunde? Ich glaube, ich habe mein Spiel kaputt gemacht. What is this graphical glitch, man? Das sieht so komisch aus. Aber bei CJ's Haus ist das nicht so. Also entweder müssen die das patchen, oder ich habe hier wirklich mit einem Spawning-Problem zu tun. Aber hier, guckt euch das mal an, Leute. Da ist der Mace Bank Tower. Da hinten ist der Mace Bank Tower. Und ich habe gerade das... Kann man das BMX wegtreten? Ja, so ein bisschen. So, hier ist die Garage. Funktioniert sie? Ja. Wow, Alter. Das sieht schon sehr, sehr abgenutzt aus, muss man sagen. Sieht echt abgenutzt aus. So. Ey, aber ey, was könnt ihr mir denn sagen, was das bitte schon ist? Diese Dinger? Ich würde es selbst gern wissen, aber ich kann es nicht. Ich habe absolut keine Ahnung. So. Ich weiß auch nicht, wo man die ganzen Statistiken sehen. Ich glaube, das wird man sehen, wenn man hierhin aufs Waffenrad klickt. Wäre die logischste Alternative. Okay. Mal noch klein bisschen lauter. Aber nur die Stimmen, nur die Stimmen. So. Beste Getränk, Freunde. Kennt ihr? Timbark, Kaktus, Polske. Big Smoke? You picked the wrong house, fool! Hey, hey, Big Smoke! It's me, Carl! Chill, chill! CJ? Oh, my dog! What's up? My dog! Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your mom's. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. Was mit Imposter Exe passiert? Ich glaube, wir hatten, ist vorbei gewesen mit ihm, oder? Wir haben ihn noch besiegt. Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You
know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. Okay, das ist merkwürdig, dieser Grafikglitch. I miss you these 5 years, man. They're gonna be real happy to see you. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. Gesörden Fjord, dankeschön. Willkommen in der ID Crew. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years, she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beefed it. They ain't nothing but a bunch of lowlife. Look, what the fuck are you? At least I got principles. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, as long as he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Asshole. Here we go again. Oh, shit. Here we go again. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. And big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Boah, das ist sieht einfach aus wie. Drive-by, incoming. Oh, we gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Also ich muss sagen, in vielen Punkten sieht das Spiel halt wirklich besser aus als GTA 5. In einigen so ein bisschen schwieriger, weil einige Texturen sehen, ja. Die Charaktere sehen ein bisschen nicht hautähnlich aus. Also das sieht so ein bisschen matt aus, als wenn die so aus Gummi. Irgendwie aus Gummi, muss man sagen. Aber Big Smoke sieht immerhin ganz nice aus, muss man sagen. Der alte Big Smoke. Ehrenmann. Wenn ihr die Story verfolgt habt, erstmal für eine Zeit lang. Oha. Hör auf zu schießen, Junge. Yeah. Yo, Alter. What's going on mit euch? Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. Oh, nein. Steh auf, CJ. CJ, steh auf. Zack, Junge. Boah. Keep up, CJ. Yo, okay. Ich liebe dein Video. Dankeschön, Luca. Ich lasse die Livestreams drin. Ihr könnt sie euch jederzeit angucken. Ihr könnt euch jederzeit angucken, Freunde. So, ey, ich denke immer noch, das ist Bremse. R2 ist Bremse, das ist Gas. Es ist ein bisschen komisch. So, können wir einen Sprung machen? Wow! Radskill verbessert. Du kannst nun höhere Bunnyhops. Ah, das verbessert sich erst mit der Zeit. Radskill verbessert. Ey, wo ist die Bremse? Mann. Fett Minus. Oh, das mache ich mal kurz runter, Leute. So. Ja, ich glaube, jetzt ist besser. Du bist so weit weg. Ja, ich komme jetzt, bin unterwegs. I'm on my way. Ich verstehe nur nicht ganz das Bremssystem. Das ist einfach Viereck. Wow. Einfach, oh, Alter, Leute, einfach Wheelie beim Beschleunigen. Oh, Vorsicht. Die Ballers kommen auf uns zu. Die Ballers wollen uns angreifen. Erste Mission schon direkt eine der schwersten Missionen, muss man sagen. Also wirklich, no joke. Ich bin hier zahlreich oft gestorben in der Mission. Tatsächlich, ein paar Mal schon. Dominik, danke für den 2 Euro. Das Spiel ist besser als GTA 5. Ich würde das jetzt, ja, ich würde das unterstreichen. Also vor allem jetzt mit der Grafik. Story? Ja, ich würde sagen. Wobei, also an sich hat das Spiel mehr Möglichkeiten. Es ist viel geiler gemacht. Things is fucked up. The last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Die da hinten. Was macht die denn? You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I catch y'all later. Der macht einfach Wheelie. Just drop in. We all hanging out. Let's hang out, my friend.
and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Aber die Sounds sind gleich. Also die Sounds, ja, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sie die viel, viel klarer machen könnten. Aber doch, eigentlich schon, weil die sind ja komprimiert worden für das Spiel. Und die wurden nicht so mit einem schlechten Mikrofon aufgenommen. Also ich hätte schon erwartet, dass sie die komprimierten Sounds vielleicht original behalten hätten. Aber vielleicht hat Rockstar Games die auch gelöscht und deswegen wollten die nicht neu aufnehmen. Es geht los, Leute. Respect Plus. Geh in CJs Haus, um fortzufahren. So. Ja, ganz entspannt. Schreib mir mal ganz kurz jetzt in den Chat, ist der Ton, also die Lautstärke vom Ton und meiner Stimme, ist das in Ordnung? Kann man das so machen? Kann man das auf PC kaufen? Der Kurde hat dir 500 Euro gespendet. Ich guck das jetzt mal nach. Übrigens, Dankeschön Fred Mühli für 1 Euro an der Stelle. Dankeschön. Und Marsmann89 auch 1 Euro. Vielen Dank. So. Nee, aber ich sehe, niemand hat dir 500 Euro. Leute, lasst es. Oh, Haus der Johnsons. Ist das nice. Das ist einfach so scheiße. Was ist das für ein Spiel? Was? Lad doch mal iCrimex ein. Also, ja, gerne, aber jetzt nicht in San Andreas. Das ist leider nur Singleplayer. Wenn die ein Online-Play... Oh mein Gott, Rockstar, ihr lasst euch was entgehen. Macht bitte Online-Modus für diese Spiele. Bitte. Online- oder RP-Server. Ich sehe schon, Leute. RP-Server in San Andreas. Ich bin dabei. Das war so eine geile Zeit. Wirklich richtig geile Zeit. Oh Mann, besser ging's ja nicht. So, dann gehen wir mal hoch. Hier kommen wir nicht rein. Okay, hier ist eine alte Fotokamera. So. Okay. Jetzt kann man... Oh mein Gott, die alte... Die creepy Katze haben sie noch drin. Die gruselige Katze ist noch drin. So, analysieren wir mal die Bilder. Der Maler hat sich hier bestimmt gedacht, dass er... die arithmetischen Farbgegebenheiten symbiotisch zusammenfassen wollte. Ne? Genau. Lol, man kann hier sogar lesen, was da steht. Das ist ja übelst krass. Ah, es ist aber irgendwie Kritzelschrift. Es ist Kritzelschrift. What we learned. Also es ist wirklich gekritzelte Schrift, die man nicht lesen kann. Also ein Wort kannst du verstehen, das andere aber wieder nicht. Das ist so ein bisschen so, aber echt krass. Guckt euch das mal an, die Details, Leute. Also dafür für so ein altes Spiel, das ist schon der Hammer. So, können wir was wechseln? Kleiderschrank? Ich guck mal. Aber ich höre hier gar keine Musik, also wirklich überhaupt keine Musik. Ich weiß, ich habe sie entweder lautlos gemacht oder leise, aber boah, irgendwas ist ein bisschen off. So, haben wir Klamotten, Oberkörper, weißes Tanktop, Beine, blaue Jeans, Schuhe. Ne, wir haben nichts, wir haben sonst nichts. Aber die haben es echt cool gemacht. Das ist viel besser, als es damals war, wo du immer Leertaste drücken musst. Dann musst du hier drauf drücken. Aber ja, würdest du das Spiel empfehlen? Sehr gerne, also wirklich Leute, wenn ihr das noch nie gespielt habt, dann kauft euch alle Spiele, wirklich, kauft euch alle Spiele. X-Konsti, danke für den 20er, hab jetzt schon wieder die nicen Vibes aus meiner Kindheit. Ja Leute, es ist wirklich so, also ich freue mich super darauf, achso und das Spiel hat jetzt auch Autosave. Ich werde es aber trotzdem so machen, dass ich den Autosave nur im Notfall nutze. Dominik, 5 Euro, dankeschön, isst du Ananaspizza? Nein. Wer Ananaspizza isst, hat für mich persönlich kein Leben. Nein, Spaß, aber wirklich, ich mag's nicht. Dulex, was geht? Willkommen. Guten Morgen, würde ich gerade sagen. Wir haben schon 14 Uhr, ey. Boah, der Himmel. Oh, hallo. Yo, was geht? Hello. Hey, I thought I'd explain some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy set tripping, Ballers and Vargos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Aber ich muss sagen, Leute, mit der Unreal Engine, das Spiel sieht so gut aus. Also überall sind Schatten.
Guck mal, ich werfe hier einen Schatten, Nachtschatten. CJ leuchtet einfach, wegen der Lampe. Und wir haben schon wieder diese komischen Dinger. Ich bin mir sicher, wenn ich das Spiel jetzt neu starten würde, dann wird mir das nicht passieren. Sollen wir... Ja, ich weiß nicht. Ich starte das Spiel jetzt mal nicht neu. Mal gucken, vielleicht passieren auch lustige Sachen, die man nie wieder sonst sehen kann. Wer weiß. Oh ja, den Song höre ich, Leute. Ryder. Was geht? Okay, ich skippe das mal. Oh, das ist eine geile Mission. Also hier ist es, denke ich, so, dass du zum... Oh. Boah, die ganzen Radiosender, Leute. Was haben wir noch hier? Haben wir Talk Radio. Talk Radio. Den Kameramodus wechseln. Okay. Heute war ein guter Tag. Verbringe 24 Spielstunden, ohne das Gesetz zu brechen. Was? Ich habe eine Gold... Ist das eine Goldtrophäe? Ich habe eine Goldtrophäe bekommen fürs... 48, für 24 Minuten AFK sein. Fürs 24 Minuten AFK sein habe ich eine Goldtrophäe bekommen. Ja, Leute, dafür lohnt sich das Spiel jetzt schon zu kaufen. Wollte ich das Spiel definitiv. Also, ich kann es euch sagen, Leute, bitte holt euch das Spiel. Leute, ihr werdet, das Spiel wird jetzt so im Hype sein. Alle drei Teile. Aber meistens San Andreas und Vice City. Vice City ist ein bisschen underrated. Absolut underrated, sage ich euch. GTA 3 ist so, wo es sein soll. Overrated. Würde ich nicht empfehlen. Also, es ist ein sehr schweres Spiel. Ich weiß auch nicht, ob die was an dem Schwierigkeitsgrad gemacht haben von dem Spiel. Aber so, wie es auf mich wirkt, ich glaube eher... Ey, kennt ihr den Typen? Kennt ihr den Typen? Warte. Ihr kennt ihn doch, oder? Ah, das sieht jetzt anders aus als... Ah, der sah in dem Original San Andreas komplett anders aus. Jo, wie nah kann ich ranzoomen? Jo, was geht? Was geht, Bro? Ich glaube, das soll Morgan Freeman sein. Oh, deine Hände. Was mit deinen Händen passiert? Ich glaube, dem geht's nicht gut. So, was nehmen wir denn? Caesar. Yo, man kann sogar die Frisuren sehen, bevor man die ausrüstet. Nehmen wir mal das hier. Kaufen wir die? Nö. Was können wir uns? Kurze Bürste. Undercut. Undercut. Ja. Sieht fast genauso aus wie vorher. Caesar und Bart. Jo, ich finde das nice. Ich würde sagen, das kann man nehmen. Kann man das Spiel schon kaufen im Rockstar Games Launcher? Ja, aber es wird erst 16 Uhr freigeschaltet heute. Keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht. Es ist so merkwürdig. Alle PS4 und Switch-Spieler können es jetzt schon spielen, aber die PC-Spieler? Nein, nein, nein. Die warten bis 16 Uhr. Ganz schön brav. Ja, Rockstar hat es mit dem weltweiten Release nicht so hinbekommen, wie ich es erwartet hätte. Boah. I told you he was crazy. Man, you jacked up. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. I'm gonna get us something to eat. I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business. Dominik, danke für 2 Euro. Kannst du bitte öfters live gehen? Ich wollte ja ursprünglich auf Twitch streamen, aber dann habe ich das Livestream immer so ein bisschen vergessen. Und im Hintergrund gelassen. Oh, Checkpoint-Speicherung. Geil. Also ich werde erstmal ein paar Streams auf YouTube machen. Aber jetzt kommt so viel Grind auf mich zu. Die nächsten Tage, Leute. Ihr werdet 3 Videos daily sehen können. Also auf meinem YouTube-Kanal, auf meinem Zweitkanal. Und Freunde, kann ich jetzt schon ankündigen. Ich werde auf einer anderen Plattform noch exklusive Videos machen. Ab heute. Deswegen... könnt ihr das gerne später mal auschecken. Ich werde dann auch Bescheid geben, wo das Ganze ist. Also schaut da gerne auch mal rein, Leute. Dann kaufen wir uns mal eine Pizza. Die Weichei-Portion. Double Deluxe. Die volle Lutsch. Was? Das heißt so? Ah, ich nehme mal... Komm. Erste, was ich mache, Leute. Wir fressen uns voll. Wir fressen uns voll. Have a well stacked
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alter, 10 Pizzen. CJ, du schaffst das ja alles. 11, 12. Oh nein. Wo ist die Kotze? The money. This is Ray. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Hä, das ist ein Glitch. Oh, shit. Run. Er sollte eigentlich eine Maske tragen, aber das ist irgendwie durchsichtig gewesen. Rein. No pushover. Oh mein Gott, komm. Lauf, lauf, lauf. Schnell, komm. Schnell. Wow. Komm, erstmal den Typen. Oh, ich würde gerne seine Waffe haben. Die nehme ich gerne mit. Polizei, Polizei. Hilfe. Nein. So, so, so. Hä, wo ist denn die Handbremse? Ach, auf R1. Wow, in Vice City ist sie auf Viereck. Hier ist sie auch wieder komplett anders. Wir haben immer noch diese merkwürdigen Laternen. Die verschwinden, glaube ich, nicht, solange ich, ja. Ach so, was soll ich denn machen? Wo soll ich denn hin? Ah, da. Fahr Ryder nach Hause. Hier. Ich ride dich nach Hause. You've been yapping on about that graffiti too. Later, homie. Mission erfüllt. Respect plus. Jetzt mal gefragt. Weiß einer von euch den Cheatcode vom Jetpack? Weiß einer das, Freunde? Wie war der Cheatcode vom Jetpack? Ich würde es gerne mal eingeben. PlayStation 2 Cheatcode von Jetpack. Einer von euch, der das weiß? Sonst muss ich kurz mal googeln. Bei Xbox funktioniert das Spiel noch nicht. Echt jetzt? Ja, okay, dann hat's bei Xbox hat's Rockstar Games hinbekommen, aber nicht bei den anderen Sachen. Warum geht das Spiel bei dir schon? Ja, weil ich auf PlayStation zocke, auf PlayStation 5. Ich meine, wir haben den 11.11. Ja, das Spiel ist ja draußen. Aber eigentlich kommt es erst in 1,5 Stunden raus. Ja, aber wir werden rein streamen, Leute. Wir werden rein feiern, Alter. Man muss noch immer speichern in Series aus oder ist es automatisch? Teils, teils. Also es gibt Autosave hier. Hier Autosave. Und du kannst auch automatisch, du kannst auch speichern, wenn du willst. Problematisch wird es allerdings sein, wenn du Cheats benutzt, ob man dann noch den Autosave hat. Ich würde immer zur Sicherheit hier, ich speichere jetzt mal ab, zur Sicherheit. Und dann werden wir gleich den Spielstand nochmal neu laden, wenn wir unsere Cheats verwendet haben. Weil es gibt echt zahlreiche Nachteile, wenn man das Spiel mit Cheats durchspielt. Dann kriegt man gefühlt ein paar Erfolge nicht. Man kann das Spiel auch nicht auf 100% abschließen. Ich glaube, da hat GTA San Andreas da so ein Softlock eingebaut. Und wo die auch noch so ein Softlock eingebaut haben, war in diesen merkwürdigen Teilen. Was ist das? Also wirklich, was ist das? Ich glaube, die Sachen sollten eigentlich unter der Map spawnen als Debug-Item. Aber gut. Ja, und das ist unser Haus, Freunde. Das ist CJs Haus. Was sagt ihr dazu? Findet ihr es nice? Ich finde es... Es sieht aus wie... Also, es hat ein bisschen Ähnlichkeiten zu... zu einem gewissen Haus in Altschauerberg. Aber ich sag mal... Ja... Kommt ein bisschen ran, aber nicht ganz so. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Ey, dankeschön, Chicken Wing of GTA. Willkommen in der ID-Crew. Willkommen, dankeschön für Mitglied. So, jetzt werde ich, Leute, jetzt werde ich Jetpack googeln. So, GTA San Andreas Cheats. Nicht Switch. Cheats. Cheats. PS2. PS2. So, dann gucken wir mal, Freunde. Was haben wir denn für Cheats? Auf Mogul Power. Boah, das war eine Web... Die funktioniert nicht. Die Seite funktioniert nicht. Die Seite klappt nicht. Spieletipps.
Boah, damals war das echt so ein Insider-Tipp, Leute. Oh, ich war auf Spiele-Tipps. Ich habe mir hier exklusiv so ein mehr Geld, unbegrenzte Luft, höher springen, dünner werden, dicker werden. Komm, CJ, wir machen dich mal dicker, mein Freund. Dreieck, hoch, hoch, links, rechts, Viereck, Kreis, runter. Oh nein! Nein, CJ! Wo sieht man die Statistiken? Ach, rekrutieren, das kann man jetzt schon. Ah. Okay. Alter, CJ, du bist richtig dick geworden, mein Freund. Ui, Maschallah, Junge, Maschallah. Körperfett erhöht, du wirst dick. Geh joggen zum Trainieren ins Fitnesscenter. Wenn ich schon... Du wirst schwabbelig. Ja, danke für den Hinweis, dass ich schwabbelig werde. Mhm. Körperfett erhöht, du bist Fettleib. Ja, danke, danke, danke. Hack nochmal drauf rum. Hack nochmal drauf rum. Körperfett erhöht, dir droht ein Herzinfarkt. Nimm ab. Leute, was soll ich machen? Oh Mann, CJ. Ey, aber ich fand das so geil. Das war einer meiner Lieblingsaspekte, dass man den Charakter dicker machen kann. Oder dünner und muskulärer. Das hat einen motiviert, jeden Tag zum Training zu gehen. So, maximale Muskeln. Nein, machen wir mal nicht. Rhino Ranger Stretch. Ich möchte gerne ein paar andere Cheats haben. So, welche gibt es denn hier? Unzerstörbares Auto. Raketenantrieb. Ich möchte ein Jetpack bitte haben. Wo war denn der Jetpack nochmal? Boah, ist das... Ist das weird. Ich finde den Jetpack-Cheat nicht. Cheat unterstrich GTA. Boah, es ist so nervig, mich die ganze Zeit durchklicken zu müssen durch die ganzen Webseiten. Cheatcode, schneller laufen. Kopfgeld, kein Fett. Kein Fett und keine Muskeln. Okay, machen wir mal kein Fett und keine Muskeln. So. Wow. Okay, jetzt sind wir genauso dünn wie vorher auch. Links, rechts, L2, L1, R2, R1, hoch, runter, links, rechts. Habe ich was falsch gemacht? Links, rechts, L2, R1, hoch, runter, links, rechts. Der Cheat klappt nicht. Der Cheat klappt einfach nicht. Warum haben die Webseiten jetzt alle plötzlich ihre Cheat-Seiten geändert? Ich will doch einfach nur einen Jetpack-Cheat haben. Einfach nur den Jetpack. Ich scrolle und scrolle. Da! Der hat auch eine Bewertung bekommen, der Cheat. Der hat 4 Sterne. Warum bewertet man Cheats? Hä, es klappt nicht. Warum klappt es denn nicht? Links, rechts, L1, L2, R1, R2, hoch, runter, links, rechts. Es geht nicht. Es geht nicht. Links, rechts, R1, hoch, runter, links, rechts. Es geht nicht, Leute, es geht nicht. Man kann kein Jetpack cheaten. Das gibt's nicht. Ich muss herausfinden, wie es den Jetpack-Cheat gibt. No way. Funktioniert wenigstens der Cheat für den Bulldozer? Oh mein Gott, es ist einfach defekt. Es funktioniert einfach nicht. Keine Jetpack-Cheats. R2, L1, L1, rechts, rechts, hoch, hoch. X, L1, links. Okay, die Cheats funktionieren. Also ich kann Bulldozer reinspawnen, aber... Erst L2 und so weiter. Der Cheat ist defekt. Für einen Fallschirm. Ich muss noch eine neue Seite konsultieren. So, PS4, machen wir PS4. Das wird doch bestimmt klappen. GamePro. GamePro, ihr seid die wahren Pros. Wo ist denn der Cheat? Unendlich Munition, Hitman-Level, Rhino-Panzer, Jetpack. So. Links, rechts, L1. L2, R1, R2, oben, unten, links, rechts. Geht nicht. Geht nicht. Danke an 1000 Zuschauer, Freunde. Für die, die neu sind, wenn ihr mehr GTA San Andreas oder andere Teile sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da, Freunde. Morgen geht's weiter mit einem anderen Spiel. Freunde, wir können kein Jetpack uns cheaten. Also bitte, Mogelpower... Nein, ich habe das gerade eingegeben. Es geht nicht. Ich werde es auf PC nochmal probieren. Um 16 Uhr. Also ich muss mir das Spiel erstens runterladen, aber ich werde es mir später mal anprobieren, aber irgendwie, Freunde, es funktioniert nicht.
As it doesn't work. It's not working. Why doesn't my jetpack sheet don't work so properly? I don't understand. Ich will doch nur dein BMX klauen. So. So, erstmal. So. Benutze Karl, um daran zu hindern, in dein Auto zu steigen. Ah, nice, dass sie einen den Tipp geben. Das ist ziemlich neu. Boah, Freunde, erst gestern war ich, habe GTA San Andreas nochmal auf hier PS4 gespielt. Soll ich eigentlich einmal kurz den Grafik, soll ich euch leiden? Leute, komm. Ich möchte euch kurz einen Grafikvergleich zeigen. Wie dieses Spiel aussieht. Ja? Können wir hier rein? Ich glaube, es ist nicht freigeschaltet. Wir brauchen mehr Fahrerskill. So, nein, mein Fahrerskill ist nicht hoch genug. So, jetzt seht ihr, Leute, wie das Spiel aussieht. Okay? Bevor wir weitermachen, möchte ich euch zeigen, wie krass dieser Unterschied ist. Also, merkt euch, wie das Spiel aussieht. Und wir gehen ganz kurz, nur kurz, in GTA San Andreas auf PlayStation 2 rein. Ich sag's euch, ihr kommt nicht drauf klar. Ihr kommt nicht drauf klar. Links, ihr Leute, ihr braucht mir den Cheat nicht oft genug reinzuschreiben. Funktioniert nicht. It doesn't work. It's not working. Wie würde Günther Steiner sagen? You don't fuck smash my door. He doesn't smash my door. Ja, ich kann die Impression nicht gut machen. Lässt den Stream online, ja klar. Der bleibt online. So. Das ist jetzt PlayStation 2, Freunde. PlayStation 2. Oh, es ist laut. Ich mach's ein bisschen leiser kurz. Übrigens, die Ladezeiten sind länger in der Version als in der Originalversion, weil... Das ist quasi, der Emulator hat nicht genug Performance bekommen. Also der wird halt wirklich, das wird emuliert 1 zu 1 mit PlayStation 2. Und das heißt, Frame-Lags und so weiter sind genauso wie vorher auch. Jetzt passt auf, jetzt passt mal auf. Gibt es nicht zwei Cheats fürs Jetpack? Hm, weiß ich gar nicht. Leute, guckt euch das an. Guckt euch das mal an. Okay, es dauert super lange, aus dem Haus zu gehen. Oh mein Gott. Seht ihr? Leute, das ist PlayStation 2. Hier. So sieht das Spiel aus. Es hat aber eine etwas andere Atmosphäre, weil die Belichtung sieht so nice aus. Ich werde den Jetpack-Cheat jetzt nochmal hier ausprobieren. Ich werde ihn jetzt nochmal hier ausprobieren. Die können mich doch nicht hops nehmen. Das kann nicht sein. Links, rechts, L1, R1, eng, oben, unten, links, rechts. Hä? Hier funktioniert der Cheat einfach. Hier funktioniert der Cheat einfach easy. Ansonsten geht's nicht. Guckt euch das mal an, Freunde. Die Sichtweite in dem Spiel ist so schlecht. Die ist wirklich schlecht. Ja, und so sieht GTA San Andreas auf PlayStation 2 aus. Es hat Charakter, muss man aber sagen. Also irgendwie hat es was, wenn du so nicht weit nach hinten gucken kannst. Das sieht, es sieht irgendwie cool aus, so. Okay. Welchen Ort können wir denn gehen, Leute, der interessant ist? So, ja. Okay, ich mache jetzt aber mal wieder GTA Definitive Edition an. Und jetzt werden wir gleich den Unterschied sehen, den knackigen, aber feinen Unterschied. Wie heftig das ist. Weil, Leute, es ist krank. Es gibt einen neuen für Delphine. Was denn für Delfine? Cheat? Die Grafik hat sich echt verbessert. Ja, ja, ja. Merkt euch, wie das Spiel jetzt aussah, okay? Merkt euch, wie das Spiel aussah. Spiel laden. Merkt euch, wie das Spiel aussah. Wir warten noch ein paar Sekunden. Und jetzt guckt euch noch mal, jetzt guckt euch das nochmal an. Hier. Merkt ihr den Unterschied, ne? Krank, oder? Heftig. Das ist voll unfair mit dem Jetpack. Den Jetpack-Cheat gibt's aber irgendwie nicht. Guckt euch das an. Dieser Unterschied. Wenn ich das Jetpack jetzt hätte, dann würde ich gerne nach oben fliegen und mal gucken, wie die Map so aussieht vom Maze Bank Tower. Da hinten ist der Maze Bank Tower und die Maze Bank Arena war ja da hinten gerade. Naja, ich muss mal kurz auf dieses I drauf gehen. Die Leute auf den Straßen werden manchmal mit Karl reden. Drücke nach unten für eine negative Reaktion oder drücke Dingens für eine positive Reaktion. Okay, werde ich machen. Ist das normal, dass hier so eine Lücke ist? Ich kann mich nicht erinnern, dass man hier einfach so drauf fahren kann.
Sind jetzt wenigstens diese ganz merkwürdigen Objekte weg? Die sind weg! Die sind weg, Freunde! Ich habe diesen Glitch gehabt. Es ist weg. It's gone. Der Glitch ist weg. Dankeschön für die Glückwünsche zu 1 Million Abos. Vielen, vielen Dank. What you think you back on the set? I told you that, bro. Your word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ. Let them know you back on the set. The Johnson brothers are rolling again. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back. You already spreading out, fat man. Let's play. Let's see what you got, poor chop. Hey, wait up. Ah, thought you'd hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on. It's been difficult. You want to drive? Yeah, for sure. For sure. I'm gonna drive. Oh. Ach, schade, dass wir die Songs leider nicht alle hören können. Cager? West? Na gut, ich mach Radio einfach aus. Aber das ist super chillig hier gemacht. Dieser Grafikunterschied, ich komme da nicht drauf klar, Junge, das ist so. Einfach der Wahnsinn. Einfach der Wahnsinn. Unglaublich. Unglaublich. Bis heute. Stell ich vor Graffiti. Mhm. Ja, genau so habe ich es auch gemacht. There's another two baller tags in the hood. You go get them and I'll keep the engine running. Ja, ich mach's mal eben. Ich weiß nicht, wie man sprinten kann. Wie sprintet man denn? Ah, man muss die ganze Zeit drücken. Ah, das ist nervig. Aber gut, machen wir mal eben. So. 2 von 100. Ein Stern. Oh nee, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Grove Street is back. Die Families sind zurück. Wir werden regieren. Wir werden regieren, Leute. Oh mein Gott. Polizei. Komm. 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 Rein da, rein da, rein da. Okay. Ja, wir gehen jetzt, wir hauen jetzt richtig auf die Kacke. Wir gehen jetzt zu Ballers-Territorium. Und ich mag dieses Navigationssystem. Ich mag das total, dass du auf die Minimap gucken kannst und sagst, in 50 Metern links abbiegen. In 40 Yards turn left. Ding, dong. Geil, er ist ihm einfach draufgefahren. Ryder, was... Ryder. Ryder, richtig rücksichtslos. Boah, Junge, die Polizei, hört doch mal auf, mich zu verfolgen. Leute. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Oh, ich werde die... Ich werde die einfach... Komm, Ballers. Ballers. Ich mache euch hier fette Ballers. So. Der ist down. Der ist down. Oh nein, 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 da kommt die Polizei schon wieder. Ich habe einfach keine Ruhe. Einfach keine Ruhe. So, jetzt kriegen wir das typische Tutorial, wie man klettert. Oh, 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 da ist der Mond. Ich wollte auf den Mond mal schießen, ob das Easter Egg noch da ist. Ich werde übrigens Leute Easter Egg Videos machen. Also, wenn es neue gibt oder halt ein Easter Egg Video vorher-nachher-Vergleich. Also... Wie gesagt, viel Content wird auf euch zukommen, aber ich werde natürlich auch weiter GTA 5 bringen. Das wird auch noch weiterkommen. Also macht euch an der Stelle wirklich keine Sorgen, Leute. Boah, der Effekt ist... Das ist echt mein Fuck, Leute. Das ist so... komisch. Mann, Junge, die Polizei muss ja ständig hier kommen. Na los. Junge. Ich werde ständig von denen verfolgt. Kann doch nicht sein. Da kann doch nicht der Ernst sein. Ist der Ton euch zu leise oder so? Ich weiß es nicht. Also auf mich wirkt es ein bisschen leise, aber das ist so ein ganz kleines bisschen.
Oder ist es laut genug? Was meint ihr denn, Freunde? Ah, ich werde hier, hier ist irgendjemand so. So. Wer ist das hier mit den Spams? So, weg vom Fenster, Leute. Weg vom Fenster. Schieß auf den Mond. Ja, ich habe leider keine. Warte, wofür? Mach's ein bisschen lauter, Leute. Okay, hab's jetzt gemacht. Ton ist perfekt. Lauter, ist laut genug. Ich hab's jetzt so gelassen. I'm kind of shocked, you know. Crash took all my paper, man. Left me with number small change. Hey, get yourself a beer or something. Wann bringst du die neue Autostaffel wieder raus? Welche Autostaffel denn? Ich weiß nicht genau, was du meinst mit Autostaffel. Boah, dieser Schatten. Ich bin ein Riese. Ich bin ein riesiges Alien. Nein. Wow. Aua, CJ, tut das nicht deinen Beinen weh? Oh Mann, Dominik, danke nochmal für 2 Euro. Kommt, geht ja 6 nächstes Jahr raus? Nein, auch nicht übernächstes Jahr. 100% nein. Nee. Carl, it's Officer Hernandez. Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just stay bitch. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Oh, erstmal abspeichern. So, chillig erstmal abspeichern. Krank, ne? Ja, Grafik ist absolut heftig. Absolut heftig. Nicht normal, sag ich euch. So. Dann gehen wir mal in die nächste Mission. Oder wir machen Folgendes. Wir fahren... Oh, wir haben noch 4 Uhr morgens. Wir haben 2 Minuten Zeit, Freunde, den Friedhof zu erreichen. Ich möchte sehen, ob der dieses Graffiti da ist, wo Families for Life stand. Das war ja... Wenn die das noch haben... Wir haben, glaube ich, nur noch 1 Minute 30, um das Easter Egg zu finden. Muss hier irgendwo sein, Leute. Der Friedhof ist ja hier. Irgendwo hier war das. Oder war es hinter der Stadt? Ich glaube, es war hinter der Stadt. Ja, wir müssen hier durchfahren. Oh, oh. Wow. Dieser Safe. Der Safe war nicht schlecht. Ich kürze mal ab. Oh nein. Oh nein, nein, das ist keine Abkürzung. Es ist keine Abkürzung. Es ist keine, oder? Doch, doch, es ist eine Abkürzung. Ich habe nur noch 1 Minute Zeit, Freunde, damit wir den Friedhof erreichen. Und ich weiß nicht auswendig, wo er war. Ich weiß es nicht. Ja. Oh, boy. Ich glaube, wir packen das nicht pünktlich. Das ist viel zu großer Wirrwarr. Ja, es wird schon hell. Es wird schon hell. Aber wir sind so knapp davor, da zu sein. Ich sehe das Ziel vor meinen Augen. Ich sehe es vor meinen Augen. Das ist, glaube ich, da hinten. Das Spiel ruckelt manchmal. Nein, das ist gar kein Friedhof. Ah. 12 Sekunden, Leute. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ich sehe da etwas. Da ist ein Poster. Ja, da ist es. Es ist noch da. What the hell? Da war ein Grab. Es ist noch da. Es ist noch da, Leute. Aber es leuchtet nicht mehr grün. Aber es ist noch da. Das Easter Egg geht noch drauf. Dominik, danke nochmal für 2 Euro, Alter. Was ist bei dir los? Ich warte schon lange auf GTA 6. Ja, ich auch. Ich auch schon die ganze Zeit. Eigentlich müsste das Logo in ein paar Minuten verschwinden. Ich glaube, das war um 8 Uhr morgens. Ich bin einfach fast in dieses Loch gefallen. Hä? Okay, ich glaube, man muss nicht immer erklären, was hier abgeht. Aber manchmal hat das Spiel ein paar Bugs. Also ich habe jetzt schon 2 Bugs, 2 Bugs Bunnies mitbekommen. Wo ist denn jetzt die Mutter begraben von CJ? Samuel P. Heaven sent and sent to heaven, we hope. We hope, we hope. Verschwindet das Logo jetzt? 7 Uhr?
Okay, wir warten noch eine Minute. Aber es ist cool, dass die ganzen Easter Eggs drin sind. Die sind einfach weiterhin drin. Sehr geil. So, wo liegt denn hier? Baller 187. 187? Baller 187. Okay, ich glaube, wir haben Easter Egg an 187 Straßenbande gefunden. Das ist doch mal nice to know. Leute, hier liegen so viel. Ah, da kannst du reinspringen, okay. Ich glaube, es war einfach so, dass man da noch nicht reinspringen kann. So, wir warten jetzt noch 20 Sekunden ab. Und dann, sage ich euch, wird dieses Logo in ein paar Sekunden verschwinden. Oh, wie viel hat das Spiel gekostet? 60 Euro. 60 Euro für drei Spiele. Spiele-Bundle. Aber man sieht, es ist noch ein bisschen grün. So, jetzt verschwindet es? Hä? Okay, es ist nicht verschwunden. Okay, ich muss das jetzt mit Cheats rausfinden. Ich muss, glaube ich, jetzt ein, Yonsul, wie heißt denn dieser, Cheat? Zeitspulen-Cheat. Fliegende Autos. Oh, wir können auch fliegende Autos machen. Das können wir machen. Wir können in Harry Potter Teil 2 Film, können wir diese diesen Cheat mal ausprobieren. So, wo war denn das? Ich sehe hier noch keinen Zeitreisen-Cheat. So, unendlich Munition, Waffenpakete, Rhino, Schild. Riesensprünge, fliegende Autos, den machen wir gleich. Okay, in 5 Sekunden. Wenn jetzt das Graffiti verschwindet, dann ist okay. Es verschwindet einfach nicht. Okay. Das Easter Egg ist schon mal kein Easter Egg mehr, wenn es nicht verschwindet. Ey, wo ist denn das? Ja, witzige Passanten-Cheats, Riot-Mode, Strandparty-Modus, alle Passanten mit Ninjas, mit Schwert, alle sehen aus wie Elvis. Hä, nein, das ist nicht die ganze Cheat-Liste. Das sind bei weitem nicht alle. So, ich suche nochmal kurz nach. Also, Freunde, wir finden hier mehr Geld, unbegrenzt Luft, dünner werden. So, Rhino. Weiß das jemand? Ey, du hast gesagt, du streamst um 16 Uhr und bin gerade von der Schule gekommen. Ey, tut mir wirklich leid. Du kannst gerne zurückspulen. Der ganze Stream bleibt auch komplett online. Ich werde auch noch mehr, noch ein paar Stunden streamen. Okay, ich glaube, das Ding verschwindet nicht. Dann suchen wir mal, ich probiere mal den fliegenden Autos-Cheat jetzt einfach aus. So. San Andreas fliegende Autos-Cheat. So, okay. Probieren wir mal. Hoch, runter, L1, R1, L1, rechts, links, L1, links. Es hat geklappt. Es hat geklappt. So, welches Auto nehmen wir denn? Ah, in Spielen, in denen Cheats aktiviert wurden, können keine Trophäen freigeschaltet werden. Aber man kann so abspeichern. Na gut. Okay, Freunde, seid ihr ready? Wir fliegen jetzt durch die Map. So. Okay, Leute, seid ihr ready? Wir werden jetzt das Geheimnis... Oh mein Gott. Wir werden das Geheimnis lüften. Wie sieht die Map von oben aus? Wow. Wow. Das ist Winewood-Logo. Oh mein Gott. Okay, wir fliegen. Wir fliegen einfach. Hä? Man sieht die Map. Die Map ist irgendwie so gesplittet. Hä? Ah, das verschwindet erst so später. Aber es sieht ultra komisch aus. So, wir fliegen, Leute. Kommt mir das so vor, oder sieht die Map viel kleiner aus, als sie ist? Wir landen mal auf dem Maze Bank Tower. Ey, das ist so eine Kunst. Komm, wir landen das Teil. Oh, hat geklappt. Ja, Leute. So kann man easy erstmal entspannt
Nur ein Jetpack. Oh. Ey, das ist die ganze Map. Die sieht ja richtig klein aus. Ey, ohne Witz. Es ist nicht so, dass die Map so klein aussah in den damaligen Teil. Marco, ihr habt's bitte nicht spammen. Ah, das ist schon ein komisches Gefühl. Ich meine, es macht Sinn, dass man so weit sehen kann, aber... Ich hatte GTA San Andreas größer in Erinnerung. Also, wenn man auf dem Boden ist, dann wirkt es auch so. Aber wenn man diesen Nebel nicht hat, den da früher war... Boah, das ist so ein merkwürdiges Gefühl. Es ist so ein merkwürdiges Gefühl. Also, ich kann einfach bis da hinten gucken, wo das Ende der Map ist. Komplett... Dahin ist Mount Chiliad. Boah. Ich werde jetzt... Sollen wir da hinfliegen? Ich will mir jetzt nicht den Spaß versauen, indem ich jetzt einfach zu Mount Chiliad fliege. Also, weil da kriegt man ja 6 Sterne. Ich weiß, es gibt einen Cheat, womit man das deaktivieren kann. Und da hinten ist die Militärbasis. Da ist, ja. Aber das ist schon ein bisschen ernüchternd zu sehen, dass die Map, die ist zwar genauso groß, wie sie vorher war, aber dass man die halt auf einen Blick sehen kann, ist ein bisschen ernüchternd. Oh mein Gott. Öffne einen Fallschirm. Ja. So. Es ist wirklich ernüchternd. Also, sieht ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Ist ein komisches Gefühl. Ein sehr komisches Gefühl. Bin ich da ehrlich. Können wir nachschauen, ob man noch zu zweit spielen kann. Ich habe gehört, es wurde entfernt. Also ich habe gehört, dieser Spielmodus mit den 2 Spielern auf PS2, der wurde leider entfernt. Ich habe es noch nicht ausgetestet, aber ich vertraue mal den Leuten, die darüber schon vor 4 Stunden ein Video gemacht haben. Und ja, so wie es aussieht, ist es tatsächlich, das ist es tatsächlich gewesen. So, wir gehen jetzt aber mal wieder weiter ins Spiel, Freunde. Und zwar... Ich lade jetzt einfach mal mein Spiel. Und dann machen wir weiter mit der Story. Dann machen wir einfach ein bisschen weiter. Erstmal Mückenspray versprühen. Hier erstmal ein bisschen Mückenspray. So, jetzt ist Raumduft ist easy. Alles in Ordnung. So. Okay. Wir haben 3 Waffen. Okay, kann man machen. Dann gehen wir weiter. Hey, you gotta keep it real, man. Man, nobody give a shit about the hood. I do. All they do is sell yay and ruin the place. No crack ever made a gang type. Oh, no, man. What's up, y'all? What's up, CJ? CJ, was geht? Big Smoke, was geht? Ryder, Sweet, alle am Start. Ich mache aber trotzdem zur Sicherheit, Leute, den Sound leise. Also wirklich komplett leise. Ach, man hört ihn trotzdem. Man hört die Musik einfach trotzdem in den Cutscenes. Das ist GTA San Andreas. Guck im Titel nach. Wir spielen das neue GTA San Andreas Definitive Edition. Aber die Charaktere sehen ein bisschen komisch aus. Also, CJ sieht richtig gut aus. Aber hier die Jacke von Ryder, warum reflektiert die? Die sieht aus wie aus Knete. Einfach Knete geworden. Hey, beat up is only a couple of blocks away. The hood's all messed up, huh? Yeah, you try to get any of these crackheads to help you out. Aber, an sich trotzdem, Freunde, wenn ihr richtig, richtig Spaß haben wollt an einem GTA, wo ihr sofort richtig loslegen könnt und alles geil ist. Erstens, klar, San Andreas. Und zweitens, Vice City. Ach, also die Musik von Vice City ist so Hammer. Also wer kennt den Soundtrack nicht? Zum 10. Mal, wenn jetzt jemand noch fragt, wie viel kostet das Spiel? 60 Euro für 3 Spiele. Hm. Oh, der Song, Junge. Oh. Geile Lieder, Alter. Geile Lieder. Zock das Originalspiel. Habe ich gerade kurz. Warum sollte ich denn das Originalspiel spielen?
Hey, you still from the hood, homie, nah, or what? The only thing bad give a fuck about is smoking and keeping my house clean. Junge, der Typ ist aber komplett drauf. Hell yeah, what? Hell yeah, sir. Now go make that motherfucking toilet spark. Oh, no, man. Ah, Junge, Junge. Der hat ein Rockstar-Logo auf seinem Mantel, Hoodie, Jacke. Stay the fuck from round here, punk. Hey, nigga, fuck you. Die Untertitel sagen einfach was komplett anderes als die Szene. I see what you mean now, man. If Crack can do that to Big Bear, turn him into a base slave, the average motherfucker ain't got a chance. Damn dope fiends and drug addicts everywhere in this city. Piss me off. Look like it's up to us then. Das ist ein ganz großes Problem. Grove Street zerstört sich selbst mit diesem ganzen Drogenproblem. Da machen wir mal den Dealer ein bisschen hier zusammenschlagen. Den machen wir jetzt komplett fertig. Hä? Aber der ist noch da. Navi ist broken. Navi ist komplett broken. So. Check it out. Somebody selling one of the homies. Okay. Ich komme mit Schlagring oder mit Baseball. Ne, mit Schlagring. Hey, partner, I'm working, man. What you need? What you need, dog? Ich brauche. Zack, Junge. Das brauche ich. Zack. 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 Bam, 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 Junge. Alter. Man, I know this cat. He a punk used to run with a front yard baller OG from Idlewood. I know his place. It's just across the tracks there. Boah, kannst du ein Video machen, wo du das Spiel fertig machst? Also komplett bis zum Schluss ein Video? Ah, schwierig. Ich meine, die Story an sich ist ja schon bekannt. Ich habe jede der drei Teile durchgespielt. Also alle drei Teile habe ich durchgezockt. Fahren wir mal zur Bude von dem Dude. Ja, jetzt wird's auf jeden Fall ernst. Aber ich bin morgen richtig gespannt, Leute, auf Vice City. Ich habe richtig Bock. Ich habe wirklich Bock auf Vice City. Yeah, let's shoot through and introduce ourselves. Oh, jetzt geht's los, Leute. Action! Action! Benutzt den Cheat noch. Was ist das für ein Cheat? Grove Street OGs come to do damage. Ui. Fuck them Grove Street fool. Grove Street going down. Grove Street! Grove Street! Woo! Grove Street rules! Grove Street rules jetzt! Ihr habt keine Chance. Alles gut bei Ihnen, Lady? Alter, die sieht nicht gut aus. Ihr geht es, glaube ich, überhaupt nicht gut. Diese Bude sieht einfach so leer aus. Einfach da hängt eine Glühbirne an der Decke. Ah ja, ja. So. Die Mädels lassen wir natürlich in Ruhe. Die können ja, ne? Die können jetzt erstmal ganz entspannt nach Hause fahren. Können sie das ganze Geld nehmen und haben ein schönes Leben. Okay, Ryder, komm rein. Oh, der Song! Hört ihr den Song? Ihr hört den Song, oder? Ich muss ihn ganz kurz aufdrehen. Hört ihr den Song, Leute? Ihr kennt den Song, oder? Ah, jetzt reden die halt dazwischen. Okay, mehr kann ich davon leider nicht abspielen. Mehr kann ich davon nicht zeigen. Leiser, 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 leiser. Ja, mehr kann ich leider nicht zeigen, Freunde. Ihr müsst das Spiel selber spielen, dann könnt ihr die ganzen Soundtracks genießen. Was ich weiß, ist, dass bei Vice City die meisten Songs drin sind. Außer bei V-Rock. Also bei Rock-Radiosender sind ein paar Radiosender gestrichen worden, ein paar Songs. Und die Songs von Michael Jackson sind leider raus. Die sind leider nicht drin. Yeah, Grove gonna get back on his feet now for sure though. Later, homie. Wie kannst du das schon spielen? Bei mir ist erst ab 16 Uhr spielbar. Weil du, glaube ich, auf PC spielst oder auf Xbox, ne? Das hat, ja, Rockstar hat es einfach so gemacht, dass man es offensichtlich auf PlayStation pünktlich spielen kann, weil sie es nicht hingekriegt haben mit dem Timer. Aber ja. Oh mein Gott, das ist die beste Mission, Freunde! Jetzt kommt die beste Mission! Spielen wir auf Zions RP-Server, wenn man sich richtig bewerben kann. Der RP-Server ist richtig gut.
da sind auch keine Kleinkinder. Ja, danke erstmal für den Fünfer. Ja, ich muss mal schauen, welchen RP-Server ich dann spielen werde. Auf jeden Fall werde ich einen nehmen. 100 Pro. Definitiv. Ich werde definitiv aber einen Server nehmen. Wann streamst du wieder auf Twitch? Ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr noch packen werde. Weil es ist jetzt echt sehr viel Grind, der auf mich zukommt. Und ich will mich nicht überarbeiten. Ich will auch noch ein bisschen Freizeit haben. Aber wenn es zeitlich wieder passt und wenn halt geile Spiele sind, jetzt wie das zum Beispiel, ja, dann wäre das eine Möglichkeit, wieder anfangen zu können. So. Beste Mission, Leute! Jetzt alle ruhig sein! Alle ruhig sein! Carl, what do you want? You gotta eat to keep your strength up, man. Hey, I'll take a number 9, fat boy. Give me a number 9, just like his. Let me get a number 6 with extra dip. I'll have 2 number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7, 2 number 45s, 1 with cheese, and a large soap. Yo, beste Bestellung, Leute. Einfach geil. Boah. Aber die Musik kann man ja nicht abstellen. Das ist halt so. Das ist halt so weird. So. Ich hab keine Chance. Ich hab keine Chance gegen die 4K 60 FPS Kräfte von der Grove Street Families. Oh mein Gott, es explodiert gleich. Bam! Bam! Das war eine leichte Mission. Das war cool. Aber Big Smoke's Order ist absolut geil. Der RP-Server ist auf GTA San Andreas. Was? Es gibt schon einen GTA San Andreas? Achso, ja, von dem alten GTA San Andreas. Ich warte, wenn es einen neuen GTA San Andreas RP-Server gibt. Hier in der Unreal Engine. Also ich glaube, das kriegt man ja leicht hin. Man macht es in 5M, importiert die Map. Kriegt man schon hin, glaube ich. Oh. Nah, baby. I need to get back to the crib. CJ, give me a ride. Alright, Smoke, let's go. See y'all later. Oh, Big Smoke, ich fahre dich jetzt nach Hause. Das Spiel steuert sich so schön. Das ist so nice. Trotzdem ungewohntes Gefühl, dass man die ganze Map in einem Blick sehen kann. Sehr ungewohnt. In Vice City ist es verständlich, aber in San Andreas war es so ein Mythos durch den ganzen Nebel. Stimmt, Big Smoke ist der Einzige, der nicht in der Grove Street wohnt. Here, get yourself a little smoky smoke on smoke and relax, homie. Warum will Big Smoke uns etwas andrehen? Hm. Will mal in die Garage fahren von Big Smoke. So. Erstmal eine Fotoanalyse. Wo ist mein... Nein, wo ist meine Kamera? Nein, meine Kamera. Ich habe keine Kamera mehr. Und jetzt stellt euch vor, GTA San Andreas wird noch mit Mods gemoddet. Wenn das Spiel noch gemoddet wird. Ey, das wird der absolute Hammer. Das wird, Leute, das sage ich euch, wirklich der absolute Hammer. Oh, ein Fitnesscenter. Ah, es hat zu. Ist noch nicht offen. Müssen wir noch ein bisschen spielen, aber ich glaube, wir kriegen das noch heute. Gefällt dir das Spiel? Ja, absolut, ey. Absolut. Ah, ich habe mir hier eine Markierung gesetzt. Nee, ich wollte hier hin. So. Let's go. Up to the next mission. Oh. Okay. Yeah. Hey, CJ is sweet. Hey, what's up? If you don't respect your body, ain't nobody gonna respect you. You're too skinny, CJ. You need to pack on some muscle. If I wanted nagging, hey. I'd buy a clockwork wife. Just looking out for you, homie. It's all show and respect, you know. Yeah, I guess.
There's a gym I go to a couple blocks out from the Grove. Go check it out and get yourself a gangster physique. I'll scope it out. Later, man. Okay, cool. Wir können jetzt doch ins McFit, ins Fitnesscenter gehen. Der RP-Server auf GTA 5 funktioniert. Ja, ich weiß, welchen du meinst, den auf GTA 5. Das weiß ich. So, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen ins Gym, Freunde, ne? Ich würde sagen, das machen wir. Wir gehen zum McFit. Aber bevor wir das machen, wir können ja Basketball spielen. Ist es genauso wie früher? Ja, es ist einfach genauso wie früher. So. Yeah! Nehmen wir den Ball, komm. Wir schaffen noch einen Ball, einen Wurf aus der Distanz. Ah, daneben. Komm, CJ, komm. Komm! Woo! 2-Punkte-Wurf. Okay. So, CJ, jetzt ist Zeit für dich. Dein Abenteuer McFit beginnt jetzt. Ey, ich habe die ganze Zeit die Sprühdose in der Hand. Ein Auto. Ich muss mal kurz zum McFit. Rein ins Fitnesscenter. Der muss mir sein Auto geben. So, her damit. Ich park dein Auto schon. Ich park das schon. So. Okay. Und weiter geht's. Das ist. Boah. Ich komm immer noch nicht drauf klar. Ich komme immer noch nicht drauf klar, wie schön das Spiel aussieht. Sieht so Hammer aus. Geiler Scheiß, Leute. Geil. So. Okay, wir gehen jetzt ins Fitnesscenter. Dann kaufen wir uns mal ein paar Klamotten, würde ich sagen. Gehen wir erstmal ein paar Klamotten dann kaufen. So. Und ich glaube, wir lernen erstmal eine Kampftechnik. Ja, ich möchte gerne lernen. Oha, ich wurde einfach abgelehnt. Na gut. Okay, ich gehe aufs Fahrrad erstmal. Wir machen Stufe 1. Aber wenn das wirklich so ist wie damals, dass man halt so richtig, richtig schnell mit dem Fahrrad fahren kann. Ich habe immer gesagt, ey, die Hose, die wird doch reißen. Wir gucken mal. So, Leute. Yo. Ich sehe keine Speed-Anzeige. Oh nein. Yo, CJ. Maximale Stufe, komm. Stufe 5. Stufe 5. Yo, CJ, CJ. Okay, ich schwitze hier gerade selber, Alter. Ich muss gleich die Klima anmachen. Puh, okay. So. Das eine haben wir schon mal gemacht. Dann haben wir hier noch die Hanteln. Machen wir mal 30 Kilo. Gucken wir mal. Oh, nein, es ist getimed. Vorbei. Ah, okay. Ah, es ist getimed. Nice. So, ein bisschen Kraft, CJ. Yeah. Yes. Weiter geht's. Komm, Junge, zieh durch. Muskeln bauen sich langsam auf. Okay. Den Satz haben wir schon durch. Warum kriegt das GTA 5 nicht hin? Warum kriegt das GTA 5 nicht hin, so nice Minigames zu machen? Funktioniert das Laufband? Ich glaube nicht. Doch. Es funktioniert. Ich war noch nie auf dem Laufband. Okay. Ja, das probieren wir mal. Okay. Ey, 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 ey. Warum? Was passiert? Stufe 1. Ja. So, lauf, CJ, lauf. Laufen wir. Mach schneller. 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 Noch schneller. Noch schneller, CJ. CJ, komm. CJ, komm. Weiter, 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 weiter. Ich glaube, unsere Ausdauer wird dadurch besser. CJ, komm. Noch schneller. Maximale Stufe. Maximale Stufe. Und Finger vom Laufband, wenn ich loslasse? Ich glaube nicht. Ja, komm, komm, komm. Zieh durch, zieh durch, zieh durch. Let's go. Let's go. Kondition verbessern. Du kannst länger sprinten, schwimmen und Radfahren. Okay. Geil. Sehr coole Sache. So, aber wer spammt hier rein, Leute? Nicht spammen, okay? Und letzte Übung, Freunde.
Die Hantelbank. Wir sind natürlich professionell, ja. Wir gehen direkt auf 160 Kilo. Egal, was die anderen sagen. Wir machen sofort die 160 Kilo. CJ, das packst du schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das... Timing ist absolut schwer. Boah, Junge, ist das... Ich weiß gar nicht, ob das was bringt. Du hast dein Fitnesslevel erreicht. Muskeln aufgebaut. Du wirst richtig muskulös. Ja, davon merke ich noch nicht so viel. Aber doch ein bisschen. Ja, Leute, was meint ihr? CJ sieht schon ein bisschen besser aus. Ja, so ein bisschen besser sieht er schon aus. So, vielleicht will er mich ja jetzt zum Training annehmen. Komm. Hier. Du sagst, ich bin schwach. Hier. Wer ist schwach? Wer ist schwach, Junge? Wer ist hier schwach? Kann doch wohl nicht sein. Die anderen juckt das einfach nicht. Die juckt das nicht. Oh. Wie geht's, mein Bruder? Ey, mir geht's super. Ich hoffe, dir geht es auch sehr gut. Die Jetpack-Cheats haben sich klein wenig verändert. Das sind jetzt die hier. Ah, okay. Ich werde kurz abspeichern und dann teste ich das mal ab. Ich speichere kurz mal das Spiel. Geh mal in Las Vegas, es wird so krass aussehen. Ja, ich weiß nicht, ob... Vielleicht machen wir das heute. Ich will mir nicht zu sehr die Überraschung wegnehmen, aber ich kenne die Stadt ja auch. Ich kenne ja die ganzen Städte, ich kenne das Spiel ja auswendig. Ich kenne ja auch die anderen Cheats, die man nutzen kann. So, jetzt erstmal ins Klackebell. Natürlich, Leute, die Proteine müssen ja irgendwo herkommen. Man muss ja irgendwoher seinen Chicken, seine Eiweiße holen. Wo sonst als bei Haltungsform 1 Chicken aus dem Klackenbell, wo mehr Fettgehalt drin ist als Eiweiß? Jetzt krieg ich schon ein bisschen Hunger auf KFC. So ein bisschen Bock auf KFC kriegt man da schon. Aber danke an den Tipp mit dem Jetpack-Cheat. Ich werde es jetzt mal ausprobieren. Wir speichern dazu ab. So, Gangturf. Okay. So, und dann werde ich den Cheat probieren. Ich bin übrigens auch gespannt, ob es die Dinger gibt. Zum Beispiel die alten... Ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob es die alten Mythen gibt, wie die Black Void oder so. Ob man nach North Yankton, nicht North Yankton, ob man nach Liberty City aus der einen Nebenmission zurück kann. Also es wird so viele Easter Eggs geben, Leute. Ich werde zu vielen Dingen tatsächlich Videos machen. Also zu vielen Dingen möchte ich wirklich Videos machen, wo ich sage, ey, das ist cool, das möchte ich euch zeigen. So, jetzt teste ich mal den Cheat. Also oben, unten, links, rechts, Els... Ach, verdammt. Oben, unten, links, rechts, L2, L1, R2, R1, hoch, runter, links, rechts. Hä? Funktioniert nicht. Hoch, runter, links, rechts, L2, L1, R2, R1, hoch, runter, links, rechts. Funktioniert immer noch nicht. Jeremy, es klappt nicht. Jeremy, es funktioniert immer noch nicht. Leider. Okay, ich will jetzt hier keine Randale verursachen. So. Es funktioniert leider immer noch nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Woran hat es gelegen? Man weiß es nicht. Oh. Give me 15, motherfucker. I'll write it down in a second. Warum hat jeder diese Katze als Bild? Oh, Mann. Aber Ryder sieht wirklich nicht gut aus. Also Ryders Charaktermodell sieht wirklich nicht gut aus mit seinen glänzenden, nasse Hoodie. Ryder sieht auch ein bisschen komisch aus. Guckt euch seine Augen an. Wurde er von der Biene gestochen? Big Smoke ist okay. Der sieht auch ganz okay aus. Ja, Big Smoke sieht tatsächlich in Ordnung aus. Hi Elisa, falls du dich erinnerst, ich bin eine Mod bei Twitch. Bei dir, weißt du noch? Oh ja! Wie hieß du denn auf Twitch nochmal genau? Weil es gab 3 oder 4 Mods, die ich hatte. Wie hieß du denn da nochmal? Oh, die alten Klassiker-Autos. Oh,
Yeah, but you know you gotta keep it real. I admire you. Keep it real. You're a leader, a visionary. Remember me when you get to the top. Give me a smoke full of shit. Was passiert jetzt? Kämpfen wir? Ja, die Ampel, die man so auf der Motorhaube chillig trägt. Ganz entspannt. Wow. Who shot at me? What you kids want? Hey, hey, Pops, hey, what's happening? Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Right. Say, ain't you dead? No, Emmett. The other one, Carl. I'm sorry about Beverly. That's why we're here, sir. We want to get the people who did it. Well, you come to the right place. Try anything you like, boy. Man, look at this old shit. Hmm. Die, little glass baller, fool! Erst ein bisschen Aim üben. Oh Mann, ich will kein Auto-Aim. Komm, ich mach mir das Spiel jetzt schwer. Ich will kein Auto-Aim. Hm. Was? Man kann das anpassen? Modern. Modern Alternativ. Vibration, Kamera. Oh, geil. Automatisch Klettern mache ich aus. Wobei, ist bestimmt ein cooles Feature. Zielhilfe machen wir aus. Freies Zielen. Ja, geil. Okay, doch nicht so geil. So proud of you, boy. Shit, I'm the best there ever was. Das ist ziemlich laut. Also, was passiert da hinten? Yeah, got a gun in your face, huh? So. Alter, das Aim ist richtig schwer. Also es ist, ja, es ist nicht so geil. Ich mach doch wieder an. Also ich mach's nicht so stark, aber nicht so geil. Nicht so schön. Oben, runter, links, rechts. Ah, Bernd, das Brot! Ja, easy, Leute. Lass den doch. Ja, natürlich. Ich weiß noch Bescheid. Was geht, Mann? Was geht? So, wobei, weißt du, ich könnte dich eigentlich auch Mod machen hier auf YouTube. Deswegen, so. Alles klar. Du weißt Bescheid, Regeln, wie sie waren, auch auf Twitch, genau. Okay, 10 Schuss haben wir. Ich muss jetzt versuchen, die in geduckter Position. Bam, bam. James Bond, zack. You're making me so proud of you. Schießt den Benzin. Ah, das war das Geilste, Leute. Ah, jo, der ist jetzt rund. Nicht mehr eckig. Das war das Signature-Feature von GTA San Andreas. Wenn man es schafft, den Benzinkanister zu treffen, bam! Ähnliches Feature, dachte ich, gibt's auch in GTA 5, aber nein. But remember something. Real strength comes from within, my brother. Listen to the boy. Yeah, I guess liberty didn't soften you none, huh? Hey, look, let's split. Hey, I see you around, Emmett. I'm 100% behind you, boys. But remember this, you didn't get them from me. And remember this, Emmett is the place for guns. I've always got high-quality merchandise, and I've been proudly serving the community for over 30 years. Crazy old fool. Hey, look, you drive, man. Yo, yo, lass mich fahren. I seen newer cannons in this strap in the museum. We'll be going. Man, I'm real tired, dude. Drop me off in my crib, baby. Entspannt. Du kannst jederzeit bei Emmett eine Waffe besorgen. Ja. Aber es ist nur eine normale Pistole, die einfach nichts drauf hat. Ich überlege später, Freunde, wenn wir weit genug in dem Spiel sind, die Jetpack-Mission einfach zu machen. Weil viele wissen gar nicht, wie die ist. Die ist übelst schwer. Die ist richtig nice. Wir stehlen das Jetpack in GTA San Andreas. Das ist echt geil. Die Autos sind schneller als in GTA 5. Meinst du? Weiß es nicht.
I thought you was representing. What? Correct me if I'm wrong, but I thought you was rolling with Grove Street again. Already told you I am. Well, I ain't seen you in your colors yet. You gotta fly the flag, man. Ain't nobody gonna respect you if you ain't representing your hood. All right, man. My bad. I just ain't got around to it yet. There's a Beko around the corner from the gym in Gatton. Go get yourself some greens. Okay, dann kaufen wir uns was Grünes jetzt. Sorry, voll vergessen, natürlich. Ich wollte eigentlich Klamotten einkaufen, ich hab's total verpeilt. Hey, das Autoklettern-Feature ist gar nicht schlecht. Spare ich mir einen Knopfdruck. Aber dass ich immer drücken muss zum Sprinten, mag ich nicht so. Kann man das ändern? So. Ja, das ist besser. Gedrückt halten ist viel besser. So. Das ist das Binko-Bekleidungsgeschäft. Da gehen wir doch hinein, Leute. Da gehen wir doch rein. Willkommen, willkommen. Was geht? Willkommen. Ich hoffe, euch geht's gut. Übrigens, Leute, falls ihr gerade zugeschaltet habt und ihr euch wundert, was das für ein Spiel ist, Leute, das ist GTA San Andreas, die neue Version. Und übrigens, wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, dann, Leute, zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben, Leute. Lasst uns auch auf diesem Livestream jetzt mal 1300 Likes knacken. Also drückt kurz, Leute, auf Liken, wenn's euch gefällt. Lasst einfach einen Daumen nach oben, dann lasst uns mal zusammen als Community das Ziel schaffen. Und ich kaufe mir jetzt erstmal, Leute, von dem Geld, was ich mir habe, eine schöne Hundemarkenkette. Boah, die sieht geil aus. Die sieht nice aus. Animationen sind genau die gleichen, wie sie vorher waren, aber immerhin die Ketten sehen sehr geil. Immer dieses... Ist das so ein Signature-Move? I don't know. Oberkörper, grüner Hoodie. Oh ja, Mann. Geil. Mit Rockstar Games Logo. Sehr nice. I like... Die Töne sind wirklich genau noch das gleiche. Die sind wirklich... Ja, gerne, gerne, Dragonfighter. Gerne. Ist CJ Franklins Vater... Es gibt ein Gerücht. Es gibt ein Gerücht, das sagt, dass er vielleicht sein Vater sein könnte, weil CJ, und das werden wir gleich in dem Spiel sehen, eine Frau retten wird, die Denise heißt. Und Denise ist im gleichen Alter wie die Denise, die, also wenn man die Zeit vorspult, würde das hinkommen, wie alt die Denise ist und wie jung die Denise in GTA San Andreas ist. Und weil beide aus der Grove Street sind, denkt man, ja, die kommen doch aus der Nähe. So, Franklin, CJ wusste nichts von dem Kind. Und ist dann wieder irgendwie, entweder ist er draufgegangen oder er ist zurückgezogen. Aber damit ihr Bescheid wisst, Freunde, es ist wirklich krass. Oh komm, wir rüsten uns jetzt komplett aus, Leute. Wir rüsten uns jetzt... Was ist das? Das sieht so hässlich aus. Nein, nein, nehmen wir nicht. Ich dachte wirklich, dass du schon auf ist. Nein, ich stream noch mindestens eine Stunde, okay? Ich werde noch eine Stunde streamen. Chillig, chillig. Ich hätte gern eine Watchcap, grünes Tuch hinten. Ja, ich weiß nicht, ich mag es nicht, wenn man ein Tuch auf dem Kopf trägt. Also nichts gegen Kopftücher, aber ich mag es nicht bei CJ, wenn er ein Tuch auf dem Kopf trägt. Vielleicht hat er ja was anderes, Sonnenbrillen, Scherzbrille, wie sieht das aus? Nein, nein. Officer Tenpenny, ja, Mann. Der ist im Spiel, haben wir am Anfang gesehen. Ha, Augenklappe, Scherzmaske, Freunde. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Ja. Okay. Ja, wenn ich das mit einem Cowboy-Hut kombiniere, dann wird das vielleicht nice aussehen. Komm, wir kaufen den einfach. Ich höre es nur auf dem linken Auge, wenn die Thank You, Sir sagt. Sonnenbrillen. Achso, ich habe ja schon eine gekauft. Scherzbrille. Schuhe. Cowboy-Stiefel. Komm, wir sind CJ... Nein, 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 nein. Nein, das kann ich ihm nicht antun. Das kann ich ihm nicht antun. Nein, weg damit. Oh mein Gott, nein. Auf keinen Fall. Sandalen, Hit-Top-Sneakers, grüne Low-Tops. Yo, kaufen wir grüne Low-Tops. Ja.
pleasure, sir. Ja. Also wir machen jetzt einen Großeinkauf. Kannst noch 2 Stunden spielen. 2 Stunden wird leider echt zu lang. Ich habe vorhin noch gar nichts gegessen. Kein Frühstück, kein Mittagessen. Ja, also verzeiht mir das. Morgen wird es aber weitergehen. Also schaltet gerne morgen ein. Morgen 16 Uhr. Okay? 16 oder 17 Uhr? 16.30 Uhr wäre eine gute Zeit, glaube ich. 16.30 Uhr morgen. Ich glaube, wir machen morgen 16.30 Uhr wieder Stream. Vice City dann. Und es kommt dann nach dem Stream ein Video online. Wobei, was haben wir denn für einen Tag dann? Morgen ist Freitag, ne? Also da werdet ihr, da, ja, ja, okay, morgen ist Freitag. Also 16.30 Uhr morgen Stream. Ich will noch eine Uhr kaufen. Ja, gelbfarbene Uhr. Komm, irgendeine Casio-Uhr. Die passt zu dem Rockstar-Logo ganz gut. Ja. Boah, die Hand sieht so weird aus. Aber immerhin, CJ hat jetzt eine Hand. Mit Fingern. Davor war es echt so ein zusammengekleistertes Teil. Das einfach gar nichts hatte. So, jetzt kaufen wir uns, Leute, Cowboy-Hut. Oh, es gibt einen Leopard-Cowboy-Hut. Was ist das? Mama Polizeiverfolgung. Ja, 6 Sterne in GTA San Andreas entkommen. Ey, wäre eine coole Videoidee, ne? Wäre eine coole Videoidee, Freunde. Kann man noch machen. Cowboy-Hut. Oh, ich weiß nicht. Ich möchte das jetzt nicht CJ antun. Aber ich möchte ihm dann. Ich will dir trotzdem eine Kopfbedeckung geben. Irgendeine Kopfbedeckung will ich ihm schon geben. Pff, schwarzes Tuch. Komm, wir haben alles grün gemacht. Das machen wir schwarz. Wir sind der. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was wir sind. Armbus 13 Leander, willkommen bei der ID-Crew, was geht? Willkommen. So, okay, Leute, wenn wir jetzt Grove Street nicht repräsentieren, ja, dann weiß ich auch nicht. Was repräsentieren wir dann? Zorro? Weiß ich nicht. Wen oder was repräsentieren wir dann noch mit unserem... Oh, nein! Ich wollte eigentlich... Wait a second, hier stand alles für 99 Cent. Alles an 99 Cent. Nee. Okay. Können wir eigentlich wieder trainieren? Ich glaube schon, oder? Ich muss ein bisschen breiter werden. Franklin, warum sage ich mal Franklin? Es ist aus Reflex. Aus Reflex sage ich immer Franklin. Und ich weiß, es wird so sein, dass ich bald aus Reflex... So, das trainiert die Muskeln. Ja, wir können wieder trainieren. Okay, Leute, wir machen jetzt 55 Kilo Hanteln. Komm. So. Jetzt. Zack. 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 Bam. Komm. Wir packen das. Muskeln bauen auf. Wir haben jetzt schon gute Muskeln. Aber es ist voll unrealistisch, klar, nach 5 Besuchen schon maximaler Bodybuilder zu sein. Vor allem CJ hat seitdem nicht einmal etwas gegessen. Oh, boy. Wirkt das auf mich so oder wird der Balken unten immer dicker? Ich glaube, der wird dicker. Ja, der wird dicker. Du kannst im Fitnesscenter neue Kampftechnik lernen. Ja, bitte. Ja, der wird eindeutig dicker, der Balken. Alter, CJ, komm, Junge, komm. Für heute Limit erreicht, maximale Stufe. Das ist leider zu leicht. Es ist leider zu leicht, aber CJ wird stärker, Freunde. Wir werden live miterleben, wie CJ eine richtige Kante wird. So, jetzt können wir mal kämpfen lernen. Bam. Bam, bam, bam. Er kann nicht mehr aufstehen. Wow! Alter, er steht einfach wieder auf. What the... Wie ging das nochmal? So, jetzt zeigt er uns. Neue Kampfmoves. Attacke aus dem Lauf. Dingens gedrückt und dann, wenn man läuft. Ja, okay. Kann ich. Bodenattacke. Ja, okay. Combo-Attacke. Das sind die besten. Ja, okay, cool. Wir haben neue Kampftechniken gelernt und sind breiter geworden. Das ist cool. Das testen wir jetzt mal direkt an Passanten aus.
So, wer will Freiwillige sein? Freiwilligere oder Freiwillige? Ah, hier, Grove Street Member. Wow, ich halte die Taste einfach gedrückt. Oh, er läuft, das ist gut. Da kann ich den Combo-Move austesten. Junge, was sind das für Moves? Danke für Money. Vielen Dank. Ja, okay. Aber ich glaube, eine Pizza können wir uns doch gönnen. Eine Pizza kann man sich doch gönnen. Oh, jetzt habe ich einen Stern. Na egal. Komm, wir gönnen uns eine Pizza. Nee, wir gehen zu Clark & Bell. Bester Laden, Leute. Oder wir holen uns ein Tattoo. Oh, wir können uns auch ein Tattoo holen. Komm, wir holen uns ein Tattoo. Sieht man zwar nicht, aber... Einfach mal ein Tattoo kaufen. Boah, die Steuerung ist sauträge in dem Spiel. Aber ja, es funktioniert. It just works. CJ ist tot, sein Grab ist doch in GTA 5. Wo denn? Wo ist sein Grab? Würde ich gerne wissen. So, mein Freund, gönn mir ein paar Tattoos. Ich hätte gern das Motiv, komm, wir machen es mal wie The Rock. Wir machen linke oder rechte Brust. Oh, machen wir mal rechte Brust. Welches Tattoo wollt ihr? Welches, ja. Ich nehme einfach mal das klassische Los Santos. Puh. Alter, habt ihr gesehen, wie schnell er das Tattoo drauf gemacht hat? Er hat immer so gemacht. Zoom. Er hat mich nur gestempelt. Komm, auf dem Rücken. Was machen wir auf dem Rücken? Einfach so eine Los Santos, so. Ja, ja, genau. Er macht mir das Tattoo in 0,1 Sekunden. Okay, komm, linker Unterarm, können wir auch noch was kaufen. Ja, ja, damit. Ja, komm. Wenn schon, denn schon, Leute. Wir machen hier alles. Wir machen all inclusive. Lieber Edizok, ich habe etwas recherchiert und dann wirklich den Code herausgefunden. Diesmal hat es wirklich geklappt. Okay, ich merke mir das. Ich werde jetzt die Tattoos noch fertig machen. Und dann, was mache ich dann? Ich habe kein Geld. Oh mein Gott, ich bin pleite. Na gut, Leute. Wir haben genug Tattoos. Also wir sind jetzt voll ausgestattet. Nice Outfit, Tattoos. Trainiert. Wir sind dabei, einen geilen Körper aufzubauen. Und jetzt gehe ich mal abspeichern. Und wenn ich abgespeichert habe... Oh oh. Die Ballers. Die Ballers greifen an. So, wenn wir dann abgespeichert haben, dann werde ich den Cheat noch einmal probieren. Ich hoffe mal nicht, dass es ein Troll ist. Oh. Und Freunde, wie findet ihr das Spiel? Wie findet ihr das bisher? Also es... Ich bin ehrlich, es fühlt sich an, als würde das Spiel aussehen wie in meiner Kindheitserinnerung. So habe ich das Spiel in Erinnerung gehabt. Aber so war es nicht. Das Spiel sah aus wie Schrott. Und jetzt sieht's, es sieht gut aus. Es sieht endlich gut aus. Endlich. Endlich. So geil, Leute. Das Spiel sieht endlich hammermäßig aus. So, jetzt probiere ich den Cheat. Also, wir probieren's, Leute. L1, R2 hoch, runter, links, rechts, R1. L2, R1, R2, hoch, runter, links, rechts. Yo, es funktioniert. Wir haben das Jetpack, Leute. Wir haben das Jetpack. Dankeschön, Jeremy Stoppe. Dankeschön für den Tipp mit dem Jetpack. Wow, dieser Grafikeffekt. Yo, man kann schießen? Oh mein Gott. Irgendwie ist das Jetpack weird. Ah, okay. Man kann in der Luft einfach schießen. Ah, das konnte man auch schon vorher. Ja, stimmt. Das ging auch schon vorher. Nein! 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 Das geht! Nein!
Seit wann kannst du denn aus dem Jetpack in der Luft aussteigen? Hä? Das ist neu. Das ging doch gar nicht. Oh Mann, jetzt habe ich den Cheat vergessen. Wie ging der nochmal? Ich habe den voll verpeilt. Boah. So. Okay. Hä? Wir haben einen falschen... Was habe ich jetzt für einen Cheat aktiviert? Okay, ich weiß jetzt. Hoch, runter. L2, hoch, runter, links, rechts. Okay, zweimal den. Alles klar. Ey, Leute. Was? Guck mal. Als ob das neu... Das ist neu. Ich steige aus dem Dingens aus. Das ging... Es ging vorher nicht. Das ist in der Remastered-Edition ein Feature gewesen. So. Man kann es nutzen. Manchmal ist es super nützlich. Guck mal hier, ich springe hier rüber. So, weißt du? Das ist nice. So, ich hab's mittlerweile drauf, Freunde, mit dem Cheat. Ich krieg den jetzt easy hin. Ah, so, links, rechts seine Beine. Wie die so links, rechts schwabbeln. Okay, wir fliegen mal ganz nach oben. Oh, wir gehen zum Observatorium, Leute. Wir fliegen mal zum Observatorium. Warum fliegen wir so langsam? Es ist echt langsam, wie wir fliegen, ne? Kann ich das nicht beschleunigen? Nee. Die Steuerung vom Jetpack ist echt komisch. Und das nervt, dass der Controller die ganze Zeit vibriert. Also der Controller vibriert extrem. Wenn ich jetzt so eine halbe Distanz über die Map fliege, dann bekomme ich, glaube ich, ja, dann habe ich, glaube ich, eine Betäubung im Arm. Es tut so weh langsam. Das Coolste war immer, CJ konnte richtig schnell laufen, also Jetpack Running. Das ist immer geil. Einfach Jetpack Running, Leute. Running Man. Woo. Oh, komm. So, okay, Leute. Ich möchte jetzt mal, dass ihr alle euch mal kurz konzentriert, Freunde. Jeder einzelne von euch. Legt was auch immer ihr jetzt gerade macht oder so, guckt einfach den Stream, okay? Jetzt macht mal kurz eure Augen zu. Jeder macht jetzt Augen zu, okay? Jeder macht seine Augen jetzt zu. Stellt euch vor, wie das Observatorium in GTA 5 aussieht. Ihr erinnert euch, diese grüne Landschaft, dieser Pfeiler da oben, diese Kuppel links und rechts und in der Mitte die größte Kuppel. Sieht ein bisschen aus wie ein weißes Haus oder so. So, okay. Nehmt diese Vorstellung, vergesst sie. Okay? Wir gehen jetzt zum Observatorium in GTA San Andreas, Leute. Guckt euch das an. Das ist das Observatorium in GTA San Andreas. Ja. Erstens, es ist in einer komplett anderen Location. Also, es ist einfach hier, anstatt irgendwo da oben. Ja, es ist einfach hier. Einfach da. Ja. Und zweitens, ist es einfach so klein. So, es ist richtig, richtig klein. So, ich habe das jetzt mit dem Cheat langsam richtig drauf. Oh, hier sind Blumen. Die nehme ich mal. So. Hey, möchten Sie Blumen, junge Dame? Hier. Blumen. Sehr gut. Sehr schön. Gesund. Blumen. CJ. Wollen Sie keine Blumen? Ey! Wollen Sie keine Blumen? Okay, sie wollte keine Blumen. CJ. Oh Mann. Okay, jetzt gehen wir zum Del Perro Pierre. Wenn wir jetzt die GTA 5 Locations abchecken, dann gehen wir jetzt als nächstes Leute zum Del Perro Pierre. Also jetzt habt ihr euch mal angeguckt hier. Maze Bank Tower. Observatorium. Und direkt dahinter beginnt dann einfach, ja, einfach mal random. Der Del Piero Pier. Und der ist nicht so groß. Aber der Pier an sich ist sehr lang. Ah, nee, das ist der erste Pier. Vielleicht ist das der Vent. Wow. Wow. Die Unterwasserwelt sieht ja geil aus. Warte. Wir tauchen mal richtig unter. So. Und jetzt runter. Jetzt runter. Maximale Beschleunigung runter.
Ey, das ist auch voll unlogisch, dass das Jetpack noch funktionieren kann. Komm, wir bauen noch ein bisschen mehr Speed auf. Jetzt gehen wir noch tiefer runter. So, runter, CJ. Runter. Let's go. Boom. Oh, Mann. Ganz weird. Ganz anders. So, wenn wir auch schon jetzt Easter Egg Hunting machen. Oh, hier ist der Kanal. Hier ist dieser Kanal, Leute. So, in GTA ist er ein bisschen schmaler. In GTA 5. Das ist das Fitnesscenter. Ja, das ist das Fitnesscenter von GTA San Andreas. I like it very much. Und das ist der eigentliche Pier. Also das ist der richtige Pier, der jetzt kommt. Und den haben sie ganz gut gemacht, würde ich sogar sagen. Also der ist halt wirklich fast originalgetreu. Es, ja, hier ist die Treppenstufe. Von hier aus fährt man da rein, Leute. Yacht Harbor, Port Fishing, Boating, Cafés. Alles entspannt, Freunde. Alles cool. So, und ja, Polizei. Sofort hier an Ort und Stelle, wenn man sie nicht braucht. Okay. Wait. Kann man noch super schnell zur Seite fliegen? Funktioniert nicht ganz. So, oh, jetzt beginnt der Regen. Okay. Und wir gehen jetzt zum Riesenrad, was eine der einzigen Aktivitäten ist, die man im Multiplayer leider nicht machen kann. Und Logikfehler ist, das Riesenrad müsste eigentlich hier hinten sein. Zusammen mit der Achterbahn. Aber es ist nicht da. Also es ist wirklich... Oh, oh. Ach, Junge, Junge. Das sieht ein bisschen komisch aus, grafisch gesehen. Hä? Oh, ich war gerade voll verwirrt. Hä, es sieht immer noch komisch aus. Der Regen fällt. Yo, die ganze Welt geht einfach unter, Leute. Sieht ein bisschen komisch aus von der Grafik her. Nein, 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 ich will nicht runter, ich will nicht runter. So, hier ist das Riesenrad. Ich glaube, das kann man nicht fahren. Es gab noch nie eine Runde, die man damit fahren konnte. Nicht einmal. Und ja, am Ende die... Wow, Alter, der Regen ist ja jetzt komplett am Eskalieren. Also wie viel Regeneffekt möchtest du haben? Der Grove Street Gang Programmierer? Ja. Ja. Die Programmierer von diesem Remaster? Ja. Es sieht aber komisch aus, weil auf dem Wasser siehst du nicht einen einzigen Regentropfen, aber im Hintergrund komplett. Das sieht so merkwürdig aus. Also es gibt nicht, es ist nicht alles perfekt. Es ist nicht alles perfekt, Leute, an diesem Remaster. Kriegen wir eigentlich Sterne? Ich glaube, wir kriegen Sterne, Freunde, wenn wir jetzt da auf die Insel gehen, ne? Oder ist das noch... Das gehört nicht mehr zu Grove Street, ne? Nee, das gehört nicht mehr zu Los Santos. Na, egal. Wenn wir schon da sind, Leute... Oh, wir haben 4 Sterne bekommen. Ja, cool. Nice. Ist immerhin dieser Fotograf noch da? Glaube nicht. Wow! Alter. Hilfe, Freunde. Wir werden verfolgt. Oh, oh. Oh, Mann. Oh, Junge. CJ mit seinem Gesichtsausdruck. Er so, ich, ja, juckt mich nicht. Ich flieg einfach. Es ist einfach so emotionslos. Wow. Boah, jetzt sind wir in diesem schönen Waldgebiet, Leute. Da hinten Mount Chiliad. Was war das? Ich glaube, da sind 2 Helikopter aneinander gestoßen. Boah, Junge, die fighten gleich mit... Alter, die sind voll wahnsinnig geworden. Also der Helikopter... Ja, okay. Leute, die... Wo habt ihr das Fliegen gelernt? Boah, die kollidieren gleich. Haben die überhaupt Fliegen gelernt irgendwo? Ich glaube wohl eher nicht. Oh, oh. Hilfe, 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 Hilfe. Komm, flieg, flieg, CJ, flieg. Komm, wir fliegen jetzt so hoch es geht. Wir fliegen jetzt so hoch es geht. Höher, bis es nicht mehr geht. Aber Mount Shield ist doch ein bisschen weiter weg. Es wirkt halt nur so, als wäre die Map mini klein. Oh, höher geht's nicht. Wow. Okay. Leute, ich werde mich verabschieden. Also nicht vom Stream, keine Sorge. Ich werde jetzt einen Sprung ins Wasser machen aus 100 Meter Höhe. Seid ihr bereit für diesen Stunt?
Dann lasst jetzt einen Daumen nach oben da, Freunde, auf den Stream. Wir springen in 3, 2, 1 und bam, Junge. Bam. Alter, wir haben es überlebt. How did we survive this? Unter Wasser sieht ja richtig cool aus. Oh mein Gott, meine Atemkraft. Oha, Alter. Holy shit, Junge. Ja, wow. Oh mein Gott. Was? FS, Dankeschön. Willkommen in der Gang. Alter, oh, Alter, ist das laut. Das ist super laut gewesen. Ich mache jetzt das Spiel ein bisschen leiser, Freunde. Es war einfach super laut. Boah, was war das gerade? Zu merkwürdig. Ganz anders. Da schon wieder Noteinsatz. Hey, Polizei, hallo? Ich bin gerade so im Krankenhaus gekommen. Kann doch nicht sein. Wie die mich hier behandeln. So. Ich werde jetzt noch kurz einen Cheat benutzen. Und zwar den Zeit nach vorne spulen Cheat. Ich guck mal nach, wie der war. San Andreas. Zeit vorspulen Cheat. PS4. Zeit vergeht schneller. Okay. Okay. Leute, dafür gehe ich jetzt kurz mal auf Toilette. Ich lasse euch jetzt einfach mal ganz kurz hier ein bisschen allein. Genießt währenddessen die Zeitlupe. Ich sag's euch, grafisch gesehen super nice anzuschauen. Ich bin gleich jeden Moment zurück, Freunde. Wir sehen uns gleich. So. Hä? Nein! Nein, meine Muskeln! Nein! Nein! Meine ganzen Muskeln. Ich merke gerade, ich verrecke gerade. Oh Mann. Leute, da komme ich gerade zurück. Ich sehe so Muskeln. Minus, minus, minus. Ja, die Zeit vergeht so schnell, weil ich gerade einen Cheat aktiviert habe. Aber keine Sorge, Freunde. Wir laden nämlich das Spiel jetzt einfach nochmal aus der Stelle, wo ich keine Cheats mehr benutzt habe. Das heißt, unsere Muskeln, unser Fortschritt, der bleibt natürlich. Okay, ich speichere nochmal ab. Obwohl, ich glaube, wir können jetzt noch einmal trainieren gehen. Komm, CJ, wir machen Oberkörper frei. Komm. Ich will, dass die Leute sehen, was für Muskeln der sich aufbaut gleich. CJ, CJ. Wir werden richtig muskulös werden. So, Artikel ausziehen. Ja, Mann. Guck mal, heftig. Guck mal, der hat jetzt schon Muskeln. Du hast die Hände nicht gewaschen? Doch, doch. Doch, doch. Ich habe sie gewaschen währenddessen. Naja, aber ich wasche super schnell. 10 Sekunden dauert's. Und vor allem, also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber warum sollte man im Stehen pinkeln bei sich zu Hause? Warum sollte man das machen? Das ist auch voll unhygienisch. Das spritzt doch überall hin, auf die Schüssel und, ne, das sind so Mikrospritzer, die gehen dann auf den Boden und so. Wollt ihr nicht haben, also. Ich glaube, Leute, da ist ein bisschen was Nachholbedarf.
So, wir gehen jetzt noch einmal trainieren. Ich möchte jetzt den Oberkörper von Adonis haben. Und dann gehen wir zur nächsten Mission. Und ich muss diesen... Oh, Alter. Das hat ein bisschen auf die Leiste gedrückt. Ah. Aber es geht deutlich besser, als es vor 4 Monaten war. Ah, Junge, Junge. Komm, CJ, heute machen wir mal ein bisschen Cardio. Wobei, Cardio brauchen wir gar nicht. Wir wollen Kraft aufbauen. Alles klar, Junge. 160 Kilo, du weißt Bescheid. Wir haben die 160 Kilo jetzt schon damals gepackt. Ich hocke auf dem WC, ob klein und groß. Ein großer Spaß für klein und groß. Yo, ich sehe, wie dieser Balken immer dicker wird. Seht ihr das? Jetzt der quadratisch. Unten, dieser Mini-Balken, der grüne. Wir werden immer stärker. Oh, Muskeln, CJ, come on. Komm, komm, let's go. Zieh, durch, bam, bam, bam. Ich sehe schon, Leute, wie seine Muskeln größer und größer werden. Let's go. Meine Lieblingsbeschäftigung, immer als Kind. Immer. Muskeln aufgebaut. Du bist der perfekte Athlet. Yes. Für heute haben wir Trainingslimit erreicht. Aber gucken wir uns mal uns an, Leute. CJ sieht schon nice aus. Guckt euch den Muskel an. CJ. Oh, Junge, Alter, wir sind schon gut. 3 Tage trainiert. Völlig realistisch. Völlig realistisch. Ja, nicht ganz, aber... Aber es sieht geil aus, ne? CJ sieht richtig gut aus. Also, wer ist besser, Leute? Franklin oder CJ? Was? Wo kommen diese Flugzeuge auf einmal her? Wer ist besser, Freunde? Franklin oder CJ? Ich mache jetzt eine Abstimmung für alle von euch. Wer ist besser? Ich weiß nicht in was. In allem. CJ oder Franklin? Oh, was meint ihr, Freunde? Was meint ihr, Community? Wer ist besser? Franklin oder CJ? Stimmt jetzt gerne mal ab im Live-Chat. Ihr habt jetzt eine Abstimmung, die ihr benutzen könnt. So, wir machen jetzt eine Abstimmung. Wir gehen jetzt zu Big Smoke. Smokey Doki. Lemon Stokey. Ich weiß nicht, was ich da rede, aber klang gerade ein bisschen richtig. Ja, CJ, CJ. CJ. Jeffrey's been somebody's bitch for the past 3 weeks, right? I know. Yeah. Hey, what's up, CJ? What's up? What's up, man? Wanna go to prison? What? Nah, pick up Jeffrey. He's touching down today. You wanna roll? Yeah, for sure. What Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later. This is OG Loke. We're late. Warum nur 62% CJ? Ich weiß, ihr feiert alle GTA 5. Aber mal ernsthaft. Was hat Franklin denn bitte schön für eine Charakterentwicklung? Der hat sich ja null entwickelt in der Story. Er ist eher überhaupt nicht loyal. Ja, LeMar muss ihn ständig an seine Loyalität erinnern. Er baut sich selbst sonst keine Freunde auf. Also, Franklin ist eher der passive Typ, würde ich sagen. Er will einfach seine Ruhe haben. OG Loke, jetzt kommt's. Oder? Ja, das ist er. I know that fool can't be serious. Hey, what's happening with you, Jeffrey? Hey, man, it's OG Loke, homie. OG Loke. My bad. How was it, though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. So what you want to do now? Man, I gotta kill some Chola motherfucker. He was dissing me, man. Hey, Jeff, I thought you was going to, college. Man, fuck you. Motherfucker done stole my rhymes. He's in East Flores. Hey, give me a strap. Man, won't you stalls out with that shit to get in the car? Fool. Oh.
Dann let's go. What's your plan? Big gangster? Now you a free man and all. Die Map ist saugeil. Ich freue mich auch. Ich muss zugeben, Leute, ich hasse zwar GTA 3, also wirklich, das Spiel hat mir sehr, sehr viele Kopfschmerzen verursacht, weil es so schwer war. Aber ich freue mich übermorgen, dass wir das spielen, weil, und zwar aus folgendem Grund, das wird so viel, also das Spiel war damals sehr, sehr schlecht. Also es war wirklich Gameplay-technisch, es war sehr viele Kinderkrankheiten. Und jetzt, die Remastered-Version wird, glaube ich, den größten Sprung bei GTA 3 machen. Grafisch, wie auch Gameplay-technisch, denke ich. Es wird vom Gameplay sich vielleicht nicht ganz groß verändern, aber zum Beispiel eine Minimap. Du kannst die Map machen, du kannst Markierungen setzen. Es gibt Checkpoints in den Missionen, was in dem Spiel einfach absolut notwendig ist. Deine Videos sind super, dankeschön, A-Bridgeman. Dankeschön. Ah, das ist die Mission mit Denise, oder? Nee. Okay, cool. I'll see you guys back on set. Ich glaube, das ist die Mission. CJ ist einfach besser. Yo, CJ. CJ einfach besser. So, wie lang Umfrage beenden? Freddy, I've come for you, you motherfucker! Hey, Loke, hold up! Jeffrey, you got the wrong idea, man. That was just a prison thing. I got plenty of muchachas on the outside. I don't need your scrawny ass. I know him. CJ, I don't know what he talking about. Hey, yo, give me back my rhymes, you thief. I'm gangster. You dropped the soap, sugar. I don't know nothing about any rhymes. Der Seifenwitz wurde schon vor 20 Jahren gedroppt, einfach in GTA San Andreas. Hey, Lo, get back here, nigga, you crazy. Oh. CJ. Dann los geht's. Wo fährt er hin? Da, let's go. Aber das Fahren fühlt sich genauso nice an wie damals. Also vor allem mit Motorrädern. Wow. Nur nicht übertreiben. Oh, war mir so klar, dass er die Kurve nimmt. Biegt der jetzt links oder rechts ab? Wow! Der Typ aber, den hat's aber komplett auseinandergenommen. Der ist einfach bis zum Mond geflogen. Kann ich den selber abschießen oder... Ich glaube, er macht das. Was war die Missionsbeschreibung? Hier steht Missionsinfos. Hä? Schnapp dir Freddy und mach ihn alle. Ja, okay, da kann ich doch selber machen. Ich kann doch nicht auf ihn schießen, oder? Nee, irgendwie geht das nicht. Ah, doch. Sein Motorrad ist gleich down. Wow, nicer Trick. Junge. Ich habe nicht mehr viele Schüsse. Ja, jetzt habe ich 2 Sterne. Danke. Oh nein, die mischen sich jetzt auch noch ein. Boah, der Highway ist einfach das ist die leerste Stelle im Highway ever. Ich habe keine Schüsse mehr. Okay, es muss OG Loke jetzt selber richten. Ich kann das selber nicht machen. Oh. Ey, so lange habe ich die... Nein. So lange hatte ich diese Mission echt noch nie. What the? Wo kam denn das her?
Oh, ich pack diese Mission nicht. Ich pack die vierte, fünfte, sechste Mission in dem Spiel nicht. Ich habe einfach keine Waffe. Was soll ich machen? Ich hätte lieber ein Auto gehabt. Mit dem würde ich wenigstens die Verfolgung aufnehmen können. Ja! Bam, Junge. OG Loke. Very good job. Don't you say a damn thing, CJ. Was you lonely, Loke? Hey, I like a nice mustache myself. I keep it real. I like you fake-ass motherfuckers. Come on, gangster. Let's get back to the Grove. Nah, I can't. I gotta go and sign in for this damn job. Whatever you want. You want to ride anyway? Sure thing. Let's roll. Dann lass uns rollen. Steig ein. Oh mein Gott! Alter! Nein. Komm, steig auf. Oh boy. Komm, steig auf. Original, OG, OG Loke. Ah, komm. Ja. Alter. Es hat mich erschrocken. Puh. Naja, immerhin war das noch in Ordnung. Also, hat zwar lang gedauert, ja. Hat zwar ein bisschen zu lang gedauert für meinen Geschmack. Aber es ist noch nicht ganz vorbei. Polizei ist hier überall. Die jagen uns. Wir sind noch nicht ganz safe. Boah, das ist eine lange Fahrt. Motorradskill verbessert. Cool. Oh nein, jetzt habe ich irgendwas im Hals. Bitte nicht zu spammen, Bridgemann. What? Wir. Ah, der arbeitet bei Burger Shot, stimmt. Gibt's neue Missionen? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Also bisher grafisch gefällt mir alles an dem Spiel, bis auf die Regeneffekte. Die sind zu überladen und im Wasser werden die nicht gespiegelt. Also, ja. Ansonsten alles geil. Hätte ich jetzt sogar Geld gehabt, dann würde ich mir ja ein Haus kaufen können. Aber ich habe kein Haus. Ich habe kein Haus. Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld, Junge. So ein großer Feuerball. Bam. Oh, wie teuer ist das? Aber die Minimap haben sie richtig gut gemacht. Die ist richtig, richtig gut gemacht. Besser hätte man nicht machen können. $10.000. Leute, ich brauche ein bisschen Geld. Freunde, ich brauche ein bisschen Geld. Ich brauche $10.000. Wo kriege ich $10.000 her? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Wo kriege ich $10.000 im frühen Spiel des Spiels her? Kriege ich doch gar nicht. Oh. Na egal, ich glaube, es ist Zeit wieder für eine Runde Fitness, ne? Ein bisschen McFit-Zeit. Wo ist denn der? Ich brauche ein Auto. Jo, genau. Was ist das für ein Wagen? Emperor? Was ist das für einer? Elegant. Oh, elegant. Ja, das ist sehr elegant, ne? Sehr elegantes Auto. Genau. Aber es ist super schön. Einfach durch die Map fahren. Einfach. Ja. Der Busch ist bis jetzt nicht durchfahrbar. Bis heute ist er nicht durchfahrbar. Ich brauche $10.000. Wo krieg ich die her? Entweder müssen wir mehr Missionen machen oder wir cheaten die uns. Aber ich weiß nicht. Boah, ist das Auto schnell. Okay, also ich... Also, jemand hat ja gefragt, ob die Autos genauso schnell sind wie die in GTA 5. Ich weiß nicht. Boah! Hilfe! Es wirkt auf mich so, als wären die tatsächlich ungefähr... Nein, nicht ganz gleich schnell, aber... Nee, denke ich jetzt nicht.
Aber die in GTA San Andreas, die können schon richtig schnell werden. Oh, Fitness, Fitness. Leute, eine Runde Fitness zocken. Eine Runde McFit. Boah, ey, aber CJ sieht richtig gut aus. Der sieht einfach echt gut aus jetzt mit dem Tattoo. Kannst du mich grüßen? Ja, ich grüße dich. Need Cry. Ich grüße dich. Mein ID-Zock Adventskalender ist heute angekommen. Ey, Leon Schlüter, das freut mich. Ich hoffe, du hast Spaß dran. Also, Autogrammkarte und Poster ist mit dazugekommen, nicht wahr? Erinnert mich an die. Erinnerst du dich an die Mission All We Had to Do Was Follow the Damn Train, CJ? Ja, ich hoffe, dass wir so weit spielen, dass wir die auch zocken. Ah, ich habe heute für heute genug trainiert. Okay, muss ich halt warten bis 0 Uhr. Muss ich noch ein bisschen warten. Boah, der Sonnenuntergangseffekt sieht sehr nice aus. Wunderschön. Wirklich super wunderschön. So. Sorry, aber wenn ihr die Einfahrt versperrt, was soll ich da machen? What should I do? So, ich speichere mal ab. Und dann können wir nochmal eine Runde Fitness machen. Nein! So, ich stecke hier fest. So. Oh Mann, ist das nerv. Okay, jetzt, ich merke es, Leute. Das Auto-Klettern-Feature ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Ich will ja nicht immer über alles klettern, was ich, wo ich gegen ich laufe. So. So, jetzt ist 4.50 Uhr. Ich glaube, wir können nochmal. Spielst du mal mit Obrox zusammen GTA Online? Ja, wenn es irgendwann mal wieder ein Update gibt und er darauf Bock hat, ja gerne. Wenn er das dann auch streamt, chillig. Spricht ja nichts dagegen, Leute. Spricht ja absolut nichts dagegen. So. Okay, es laggt tatsächlich ein bisschen. Also die Scheinwerfer sorgen dafür, dass das Spiel tatsächlich manchmal laggt. Aber es ist halt auch sehr aufwendig, das grafisch zu berechnen. Ich erinnere nur an GTA 4. Die haben auch diese Nachtschatten gehabt. Das hat richtig viel Performance gefressen. Und den gibt es ja jetzt auch in GTA San Andreas. Und in GTA 3 und auch in Vice City. Ja, Michael Gerber, ich grüße dich, aber bitte spam nicht so rein, okay? Also bitte. Einfach normal chillig in den Chat schreiben, aber nicht so, nicht spam, bitte. Na komm, ich mache einfach mal jetzt diese Hanteln. 55 Kilo pro Seite. Das ist schon eine Menge. Das ist schon eine Menge. Das ist schon eine ganze Menge. Bam. 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 Let's go, CJ. Ja, es wird immer leichter. Wir kriegen es jetzt nicht hin, die ganzen Muskeln komplett aufzubauen. Aber wir kommen schon voran. Ja, es wird immer leichter. Wir werden immer stärker. Einfach 22 Wiederholungen, 23, 55 Kilo, 25 Wiederholungen. Komm, wie viel packen wir? 30? Ey. Muskeln aufgebaut, du bist ein Muskelberg. Ja, Mann, man sieht's. Leute, guckt euch CJ an. Wir sind fast auf dem Top. Wir sind fast wirklich der Stärkste. Ja. Also wir sind schon richtig gut unterwegs. Heftig. Yo, jemand ist Mitglied geworden. Dankeschön an Marco Gülle. Oder Guele. Guel. Marco Juel. Dankeschön fürs Mitglied sein. Ach, ich möchte am liebsten die Autorennen machen. Aber ich brauche einen besseren Radskill dafür. Autoskill. Kann sein, dass... So, wir machen jetzt so die Mission. Die machen wir noch. Was passiert denn eigentlich? Wann kommt denn diese Mission, die wir machen müssten? Na, geil. Wir gucken mal. Drive-by. Hey, what you saying about me, fool? Sure, man. I'm saying that. The East Coast made you drive like an idiot, fool. Man, you always crashing cars and shit. And for some reason now you back. All it is CJ Dry here, CJ Dry there. Bullshit. Man, why don't you just take it easy? No disrespect, man, but you can't drive for shit. Was labert der? Nah. Say what you really mean. You such a good government, homie. You gotta ride shotgun. Show CJ what's cracking. And you know some?
You right. GSCJ, you can try, homie. Okay. Jetzt wird's langsam immer härter, Freunde. Missionen werden langsam immer intensiver. Number 7 wird's extra dip. I have two number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7, two number 45s, one with cheese, and a large soda. Big Smokes Order. Kennt jedes Kind, Leute, das bekommen, also wenn ich Kinder bekomme, die bekommen erstmal Big Smokes Order in den Kopf eingetrichtert. Arthur, willkommen, willkommen bei der ID Crew, was geht? Dankeschön. Need Cry 5, danke für 5 Euro, vielen, vielen Dank. ID zur Kai, ich hoffe, ja, was geht? Hoffe, dir geht's gut. Hat's gerade gelaggt bei euch in der Vorschau? So. Ja, ich move ja. Wow! Mein Auto ist fast broken. Oh oh. Mein Auto ist bald broken. So, ich muss jetzt echt vorsichtig sein. Ey, Mois Metzler, danke nochmal für den Euro. Vielen Dank. So, wir fahren da jetzt durch den Tunnel durch einfach. Ich habe sie einfach überfahren. Das ist easy. Was, alles? Oh, wir haben 2 Fahndungslevel. Hilfe! Oh, Hilfe! Checkpoint-Speicherung. I don't need Checkpoints. Ich brauche keine Checkpoints. Ich mache das alles. Ah, komm. Ja, aber was lässt sich sagen? Macht Spaß. Macht Spaß wie immer, Freunde, das Spiel. Also wer das Gameplay von GTA... San Andreas kennt, der wird 1:1 genau das Gameplay auch hier haben. Das ist genau das gleiche Gameplay. Aber das war auch gut, das war auch gut. Oh, diesmal kostet mich die Lackierung nichts. Ja, alles klar. So Leute, das ist so unlogisch. Die Polizei ist da. Ich bekomme eine neue Lackierung. Und instant bin ich nicht mehr erkannt. Ey, ich stehe doch vor euch. Soll es ein Verbrechen begehen, wird dein Fahndungslevel wieder auf, wieder angehoben. Ja, okay. Das ist eine nice Sache. Yeah, for sure. You know that. I'll see y'all later. Here, take this. Go get yourself some beers. Wie viel Geld hat er mir jetzt gegeben? Ich brauche 10.000. 10.000? $500. Ja, okay. Ja, okay. Ja, kann man machen. Kann man machen. Okay, wir machen auch die Mission, Freunde. Sweet Girl. Shit. Where are all the homies at? Die Uhr ist mega stylisch. Hey, Carl, no time to chit chat. Been seeing a Seville family beer, work out on the street, and the boys don't like it. Das ist die Mission. Das ist die Mission, oder? Oh, for sure, man. Hang in there. Drop our image and get heated. Fahr zu Sweet, bevor die Sevilla Boulevard Jungs ihn erledigen. Okay. Fahr zu Emmett, bevor du eine kranke Knarre brauchst. Habe ich denn eine Waffe? Ja, reicht. Mit 60 Schüssen komme ich aus. Ich mache es einfach wie John Wick. Jeder Schuss ein Kill.
Nicht, dass sich das am Ende irgendwie negativ auszahlt, dass es nichts wird. Ich hoffe mal, dass wir es gut hinbekommen. Ich hoffe mal, dass wir es irgendwie packen. So, das ist eine sehr schwere Mission. Die ist in der Regel echt schwer. Money, 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 money. So, können wir einen Headshot machen? Es ist sehr schwer. Ich muss die Empfindlichkeit runterstellen. Es ist super schwer. Hä, das sind Fake Grove Street, Leute. Yo. Yo, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Okay, so weit kann ich nicht schießen. Alter, wir sind gleich down, Leute. Was soll ich machen? Das Spiel ist ja super schwer. Schieß du! Was soll ich tun? Alter, das war's. Leute, ich kann mich verabschieden. Ich kann mich wirklich verabschieden von meiner Gesundheit. Das ist... Wir schaffen das nicht rein. Ich will wenigstens so einen Checkpoint schaffen. Okay, komm, wenigstens Checkpoint. Wer ruft mich denn an? Hallo? Yo, wir haben es geschafft mit minimalem Leben. Oh mein Gott, wie? Wie? Ach du meine Güte. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. I have legit no idea. Legit no idea how I have done this. Puh. Boah. Diese Nachricht steht. Ich hab grad geskippt. I see you inside, baby. Man, this set tripping is killing the families. You did good. Hey, I'm a Johnson boy. Hey, I got unfinished business. Big love. Ach so, er hat nicht fertiges Business. Ja, okay. Nice. Boah. Was fehlt in der Unreal Engine oder in dem Spiel ist ein fetter Nebel. Richtig krasser Nebeleffekt. Das fehlt. Boah. Okay, Leute. Wir speichern nochmal ab. Meine Gesundheit ist weg. Also wirklich weg. Nichts mehr. Jetzt ist wieder geheilt. So. Ich glaube, wir können nochmal trainieren gehen, Leute. Und dann schaffen wir es jetzt, unseren Körper komplett aufzupumpen. Aber wirklich komplett. Maximale Gesundheit wurde erhöht. Yes, cool. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Leben. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie man Leben verbessert. Einfach durch Spielen? Einfach nur zocken? Wie kriegt man mehr Leben in GTA San Andreas? Indem man gesund bleibt? Oder? Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe leider keine Ahnung. So. Okay, diesmal machen wir das hier. 160 Kilo, ihr wisst Bescheid. Natürlich, wie immer. So. Yo. So. Come on.
Let's do this. Ich glaube, wir kriegen es voll. Guck mal, wie das voll geht. Ich glaube, wir kriegen das heute noch voll. Also jetzt. Ah, komm, es ist fast beim Maximum. Es wird sehr, sehr knapp. Na los. Ich glaube, mehr als 20 lässt er uns nicht machen. Na, wir sind fast voll. Wir sind fast voll. Ich glaube, wir sind jetzt. Jetzt sind wir es voll, glaube ich. Ja. So. Jetzt. Ja. Maximum erreicht. CJ. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind der ultimative, stärkste Mensch der Welt. CJ, kranker Typ, Alter. Heftig. Jetzt hat er Muskeln. Jetzt hat er Muskeln. Jetzt aber richtig. Boah. Man sieht es in der Reflexion. Okay, sieht jetzt nicht zu ultra heftig aus, aber doch, doch. Doch, wenn er geht. Ja, schon heil. Schon heftig. Heftig. Wann kommt die CD-Version raus? Ich glaube, gegen... Alter, mein Hals. So. Okay, Leute. Wir hatten gerade Internetabbruch. Also ich hatte jetzt Internetabbruch. Sorry, falls ihr gedacht habt, ich bin jetzt nicht live mehr. Aber ja, danke dafür. Also ja, wir wollten noch eine Sache machen. Ja, perfekt. Der Chat, man kennt's. Danke, Deutsche Telekom. Ich weiß nicht, ob es an meinem Router liegt oder so etwas. Aber ich habe diese Probleme jeden Tag. Jeden Tag um eine bestimmte Uhrzeit wird mein Internet resettet. Boah, das ist so ein Dreck. Wirklich, Dreck. Ja, Entschuldigung. Ja, Telekom. Telekom soll sich mal bei mir entschuldigen. Ich habe das jedes Mal in letzter Zeit, wenn ich streame. Einmal auf Twitch gehabt, einmal so gehabt. Okay, Leute, wir machen noch eine Sache, bevor ich den Stream beende. Gut, dass es erst so spät gekommen ist. GTA San Andreas Fahrer Skill Cheat PS4. Und zwar... wo ist der Fahrer-Skill-Sheet? Ich such den jetzt extra raus. Rennwagen, Rancher, generieren. Nein. Maximale Fahreigenschaften für das Auto. Ah nee, das ist PC-Code. Ich will aber nicht PC. Ah, da ist es ja. Okay. So, Leute. Ich werde noch ein Rennen machen. Ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber der Chat ist noch ein bisschen aktiv, ne? Wirst du alle Teile durchzocken? Nein, durchzocken werde ich sie nicht, Leute. Nicht auf YouTube. Also, vielleicht... Weiß ich nicht, auf Twitch. Oder Leute, ich bin ja jetzt, ich werde heute noch ein Video hochladen. Ich kann es euch sagen, Leute, ich werde auf Facebook heute ein Video hochladen. Also wenn dieser Livestream endet, dann werde ich danach den Upload machen für Facebook. Und da könnt ihr schon einen exklusiven Preview-Einblick zu Vice City bekommen. Also checkt das gerne aus später. Facebook ID-Zock einfach. So. Viereck, L2, X... R1, L2, L2, links, R1, rechts, R1. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt maximales Talent. Leute, lasst gerne Flugskill verbessert. Nein, Flugskill. Warum Flugskill? Ich brauche keinen Flug. Motorradskill, okay. Leute, lasst gerne für diese geile Internetqualität einen Daumen nach oben da, damit ihr nichts verpasst. Okay, so. Ich werde jetzt ein Rennen machen, Leute. Und zwar mein Lieblingsrennen. Ich bin gespannt, was sie hier verändert haben. Ich glaube, nichts im Endeffekt. So, komm. Mann, spannendes Rennen, Leute. Komm, wir geben ein bisschen Vorsprung. Wir machen ein bisschen Vorsprung.
6 Runden sind es nur. Vorher waren es 12. Vorher waren es 12. Das ist ja absolut dreist. Das sind nur 6 Runden. 12 Runden war echt ultra spaßig. Oh, direkt Überholmanöver hier. Rechts rum. Alles entspannt. So, let's go. Let's go. Oh mein Gott. Okay, wir sind jetzt schon in Führung. Neue Bestzeit 33. Auf PlayStation 2, also PS4, bei der alten Version, habe ich gestern eine 22er Zeit gemacht. Ich guck mal, ob wir das auch hier hinkriegen können. So. Come on. Machen wir einen Power Drift. Einmal Power Drift. Und Vollgas, Junge. 23er Zeit. Ja, ja, wir haben ein bisschen Zeit verloren in der letzten Runde wegen der einen Kurve. Aber wenn wir die chillig easy nehmen. Oh ja, besser genommen. Das war viel besser. Oh, was war das für ein Ton? Ich weiß es nicht. I have no idea. Nein! Nein! Oh, wird so eine Bestzeit? Keine Bestzeit. Schade. Komm, die 22er Sekundenzeit. Oh nein, jetzt kommen Überrundungen. Jetzt kommen Überrundungen. Einfach in Runde 4 Überrundungen. Wie heftig muss ich bitte sein? No flags an der Stelle. Round the outside mit dem Power Drift. Ach, Linie war nicht gut genommen. Es sind noch 2 Runden. Noch 2 Runden. Ah, come on. Oh mein Gott. Das war Katastrophe. Yo. Okay, komm. Wir machen die letzte Runde, Leute, wird die beste sein. Auf Ansage. Auf Ansage, die letzte Runde wird die beste sein. Sieht gut aus. Ja, bisher noch nicht so viel verloren. Volle Kanone! Ey. Aber 10... Ey, die brauche ich, die 10.000. Yo, Bro. Yo, Bro, bist du noch live? Ja, ich beende gleich den Livestream. Auf PC oder auf... Nee, auf PC. Auf PC. Boah. Ich weiß nicht, vielleicht machst du den Rockstar Launcher einfach schließen. Also komplett schließen. Ja, ich zock gerade auf PS4. Ich habe ja um 14 Uhr gestartet. Ja, das ist das Ding. Ja, aber eigentlich müsste es jetzt freigeschaltet sein. Ah, vielleicht die Grafiktreiber aktualisieren? Das könnte sein, weil immer bei neuen Spielen muss man das immer machen. Ja, genau, genau. Probier das mal. Gerne, hau rein, ciao. So, Max startet auch den Livestream. So, Leute, wir haben die 10.000 Dollar gewonnen. Und guckt euch das mal an, Freunde, wir haben einfach diesen Hot Wing Racer. Den haben wir jetzt hier. Ist das geil. Ja, das ist Max gewesen, das war ja Crymax. Alter, ich mach jetzt die Massen. Wie viele Leute willst du überfahren? Ja. Ja. Yes. Alles cool. Okay. Puh. Oh Mann. Wow. Oh mein Gott. Der Bruder hat aber echt viel Geld gehabt. Wie viel sind das? Der hat 10.500. Wow, der hatte 2.000. Der hat einfach 2.000 gehabt. Geil. Komm, ich verabschiede mich hier mit einem großen Knall. Oder mit neuem großen Knall. Ah! Ich verabschiede mich mit einem riesen Knall, Leute. 3, 2, 1. Bam! Okay, Leute. Ich denke, ich beende damit den Livestream. Freunde, ich habe auf jeden Fall eine Menge, Menge Spaß. Wow, sehr schöne Blätter dort. Sehr schöne Herbstlaubblätter. Alles klar, Leute. Ich denke, wir beenden...
den Livestream für heute. Morgen wird es weiteren Livestream geben. Heute kommt kein Video auf meinem YouTube-Kanal. Morgen dafür Livestream plus Video. Reihenfolge wird sein: GTA erstmal Livestream um 16.30 Uhr. So um die Zeit, genau 16.30 Uhr, vielleicht auch ein bisschen früher, werde ich den Livestream starten. Und dann, nachdem der Stream endet, werde ich kurz darauf das Video online stellen, damit ihr da Bescheid wisst. Und ja, auf jeden Fall, heute gibt es noch ein Video, Leute, auf meiner Facebook-Seite. Checkt es gerne aus, Leute. Facebook IDZock. Da wird es heute ein exklusives GTA Vice City Video geben und alle Videos, die ich dort produziere, werden exklusiv sein. Das heißt, mehr Content für euch. Ihr könnt es euch anschauen und hier wird es genauso viel Content geben wie sonst auch immer. Also Leute, noch eine kleine Grußrunde. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, Leute, noch, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht gerne zu abonnieren und ich grüße euch Blaugrana, Laura Kirchner, Jeremy Stoppe, LeoBro3, Digga Saga, Miepe% Yoshi, Ramona Muchal, Dami Day, Martuni4G, Veli Basigit, Mali Christik, Tiberus Zeus, Martuni4G habe ich schon, Dragonfighter48, Twitch, Dankeschön für die Modarbeit, Wrestling Garfield, Stefan Altenkirch, vielen Dank für deine lange Mitgliedschaft, Dankeschön, richtig krass, danke für den Support, Jamie Weber und ihr alle, Leute, wirklich ihr alle. Folgt mir gerne auch auf Instagram, Leute, damit ihr nichts verpasst. Ich würde sagen, lasst uns doch mal 1800 Likes schaffen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. IDZock ist raus, haut rein, Freunde, und ciao.